tall that I got, son. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. Sin tus caderas no puedo cantar, sin tus caderas no puedo gozar, sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar, sin tu cadera mi melodía no vale nada, sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas, sin movimiento, mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera, mi melodía no vale nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Para la sierra!
Beziehung und alles so ein Kram steht dann da irgendwie. Ne? Ja. Wo ist dieser? Ach so, da ist er doch. Wenn ich jetzt, komm her, also, so ein Mann. Du Mann ist Mann. Ja, du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht deine Schwester ficke, dann gehe ich. Herzlich willkommen in Essenauer. Der Knaller. Und alles so ein Kram steht dann da irgendwie. Ja. Wo ist dieser? Ach so, da ist er doch. Wenn ich jetzt, komm her, also, so ein Mann. Du Mann ist Mann. Ja, du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht deine Schwester ficke, dann gehe ich. Und alles so ein Kram steht dann da irgendwie. Ne? Ja. Ach so, da ist er doch. Da. Wenn ich jetzt, komm her, also, so ein Mann. Du Mann ist Mann. Ja, du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht deine Schwester ficke, dann gehe ich. Herzlich willkommen. Und alles so ein Kram steht dann da irgendwie. Ne? Ja. Ach so, da ist er doch, da. Wenn ich jetzt, komm her, also, so ein Mann. Du Mann ist Mann. Ja, du Bastard, du Hurensohn. Wenn ich nicht deine Schwester ficke, dann gehe ich. Herzlich willkommen in Essenauer. Das ist echt der Knaller. Denn so ist das hier in Essen-Nord. Damit das mal klar ist. So, was könnte man sonst noch kurz... Achso, hier, das könnte ich euch noch eben kurz zeigen. Ich führe, Leute. Geil, oder? Also die Top 100 haben eine Chance ins große Finale. Und wenn du damit nicht klarkommst, ist das dein Problem. Verstehst du? Herzlich willkommen in Essenort. Wir haben gestern darüber geredet, im Hintergrund läuft Rosh. Im Hintergrund läuft Rosh-Scene. Wir brauchen eigentlich wieder ein Musikfernsehen. Ne? Was für eine Marktlücke, die niemand annimmt, einnimmt, und einen wunderschönen guten Morgen. Was läuft in Essen? Hast du doch gerade gesehen, Alter. Das war übrigens mein altes Studio, ne? Im Unperfekthaus, das nicht mehr existiert, dank Covid. Das war schon geil. Das war ein Studio, da konnte jeder von euch vorbeikommen. Ich hoffe, dass wir in diesem, vielleicht im nächsten Jahr, sowas Ähnliches wieder auf die Beine stellen können. Okay, auf ARD läuft kein Olympia, glaube ich. Solchen Situationen natürlich umgehen. Women's Beach Volleyball. Auf der anderen Seite steht Alex Kleiman mit der besten Quote. Schade, echt? Ach, nee, ehrlich gesagt, nein. Also, ich mag die Idee hinter dem Unperfekthaus. Das war auch toll. Zum großen Teil. Es arbeiten dort immer noch zwei Leute, die nicht nur mir, also das Leben zur absoluten Hölle gemacht haben. Und deswegen möchte ich da nicht mehr sein. Ich bin froh auch, dass ich das jetzt ansprechen kann. Und das früher nicht wollte, weil ich niemandem auf die Füße treten wollte und uns das nicht alles kaputt machen wollte. Sick, moin. Euch allen einen guten Morgen. Ne? Der Hau-Up fehlt noch. Also eigentlich ist das gar keine, gar kein eingespannter Ablauf. Ne? Die Location war super. Die Location war super. 98% von der Location waren super, nur wenn da zwei Leute arbeiten, die dir von morgens bis abends das Leben zur Hölle machen, wenn du da bist. Und deinen Gästen, Beispiel, ich hatte einen Gast im Rollstuhl und ich musste betteln, dass jemand seine Raucherpause abbricht, damit ich den hinten rauslassen kann. Und die Kommentare dazu waren unfassbar. Also, absolutes Paradebeispiel für Mobbing und von absoluten super Arschlöchern. Aber egal, das Unperfekthaus ist immer noch geschlossen. Es hat sich komplett neu erfunden, aber ich glaube, die beiden arbeiten da immer noch. Mir völlig unbekanntlich, unbegreiflich. Und ich wünsche denen das Allerbeste. Wir werden auch mal da hingehen und uns das anschauen. Aber ich werde da nicht öfter rumhängen, als ich muss. Also dazu war das zu
zu krass. Und meiner Meinung nach ein Riesenfehler, das Studio aufzulösen. Ich glaube, das war das einzig etwas Modernere, was jüngere Leute dorthin gebracht hat. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber vielleicht irre ich mich auch total. Ich wünsche ja allen Leuten eigentlich nur das Beste. Nur Leute, die mir 3 Jahre lang das Leben zur Hölle machen, denen wünsche ich nichts mehr. Also gar nichts mehr. Insofern, alles super. Die Arten Games findet nächstes Jahr statt in der Zeche Zollverein. Das ist ein Weltkulturerbe. Die Location ist der absolute Knaller. Kannst du dir YouTube, Ausrufezeichen YouTube, angucken. Da fahre ich mit dem Roller hin und da zeige ich euch das so ein bisschen. Da wird in nächster Zeit auch noch mehr passieren irgendwie. Aber ey, alles super. Ne? Ich hatte total Schiss, hierher zu kommen und dann von zu Hause zu streamen, weil meine Intention, ich bin kein Gamer und meine Intention war nie von zu Hause aus zu streamen. Deswegen bin ich froh, was alles passiert ist und so. So, wenn ihr auf den YouTube-Channel geht, Bo, also wenn du da rein willst, dann viel Spaß. Ich werde da nicht reingehen. Also auf gar keinen Fall. Ne? Das, auf gar keinen Fall. Ne? Nachdem ich jetzt nicht mehr ruhig sein muss. Aber ich meine, man muss sich halt mal vorstellen, Freunde von mir und Gäste haben sich beim Geschäftsführer darüber beschwert, wie Leute mit mir umgehen. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und man hat einen Fick drauf gegeben. Angeblich, weil die Leute was gegen den Geschäftsführer in der Hand haben. Und wo leben wir denn? Ja. Also, ich habe das nur noch mitgemacht wegen des Studios und wegen euch. Ne? Das ist alles. Ich sitze auch im Rolli. Ach, Manu, du, Real Player, Replay Perfect. Wenn das alles so hinhaut, wie wir uns das denken, dann brauchst du in der neuen Location, also kannst du auch reinkommen, kein Problem. Eine X-Town von Werten, die allein meine Geräte kosten, ich hätte Angst, die unabgeschlossen da aufzubauen. Na, das kannst du jetzt vergessen, Bo, ne? Ist ja alles öffentlich, ne? Es gibt keine Räume mehr, ne? Es gibt keine Räume mehr. Es gibt keine Räume mehr, das heißt, den einzigen Raum, den sollte ich eigentlich kriegen und dann hatten sie irgendwelche komischen Bedenken und den Raum hätte ich tatsächlich noch genommen. Da hätte ich, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sich hinsetzt mit den beiden Mitarbeitern und das irgendwie klärt. Und dann gab es irgendwelche Hirnfürze von denen und dann freue ich mich, hat der einzige Mensch in diesem Haus den Raum bekommen, dem ich noch, ne? Und das ist Scotty. Und das ist auch gut so. Stand gerade eben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Und selbst wenn es auf die eine oder andere Art funktioniert, so wie ich bis jetzt weiß, dann weiß ich nicht, unter anderem aus einem Grund, den der Bo gerade genannt hat, wie das funktionieren soll und richtig... Und sich für die lohnen soll. Anfang bis Ende durchzieht, sondern das muss man auch dann je nach Spielstand entscheiden, wer ist wie im Spiel von den Gegnerinnen. Die kann man ja dann für den Aufschlag mehr ins Spiel holen. Naja. Ja, eben, Realplay, das ist richtig so. Das ist korrekt so. Irgendjemand hat mich vorhin gefragt, wie ich geschlafen habe. Furchtbar. Eine Riesenkatastrophe. Ich weiß auch nicht, was jetzt wieder los war. Ob es daran liegt, dass ich die Klimaanlage ausgemacht habe und dass ich hier einfach nur die Fenster aufkipp habe, weil es ja kalt genug draußen. Wir haben es in Essen gerade... Momentchen. Wir haben es in Essen gerade, laut meiner App, 10 Grad. Ist halt ein Witz, ne? Da muss halt keine Klimaanlage anmachen, ne? Ja, ich war's, Bose. Ah, du hast gefragt. Ja, absolute Katastrophe. Wieso schon wach? Mezzo, wir machen seit 10 Tagen Olympia-Begleitung. Ne? Also seit 11 Tagen mit einem Tag Pause, also sind wir in Tag 10. Warum Tag 10a?
weil wir uns jetzt gleich, da läuft ein bisschen Beachvolleyball. Ich mache gleich auf dem Fernseher schon mal Leichtathletik an, glaube ich. Es fallen ein paar super geile Entscheidungen oder auch Vorkämpfe in der Leichtathletik und auch beim Beachvolleyball. Das wollte ich unbedingt sehen. Danach kommt Stab hochatmen und rückwärts singen. 10 Kilometer rückwärts singen. Vorausscheidung in im Synchronschwimmen und so ein Scheiß. Wir haben die ganze Zeit irgendwie hat ein Raid zu dir gerade nicht funktioniert. Bose, das kann gut sein, weil ich eingestellt habe, dass ein Raid nur angezeigt wird, wenn 5 Leute mit am Start sind. Das ist nicht, weil ich großkotzig bin, sondern weil unser Obertroll halt immer geradet hat und gehostet hat, damit man den Namen sieht bei der Anzeige. Und er kann ja nur Fake raiden und Fake hosten. Er hat ja nicht mehr als 2 Zuschauer, Bot und ihn halt, ne? Deswegen habe ich das eingegeben und zur Sicherheit 5. Waren mindestens 90. Also mir wird hier nichts angezeigt. Dann hast du vielleicht Olli falsch geschrieben, Bose? Mir wird hier nichts angezeigt, kein Raid, gar nichts, tut mir leid. LED ist sowieso viel cooler. Ich muss die hässliche Lampe in der Küche und die hier vorne, wo der Fliegen-Eumelmeier dranhängt, muss ich auch noch weg. Ich habe aber keinen Ersatzbo, wie du weißt. Nerd at Games morgen. Also auf jeden Fall haben wir die ersten 5-6 Tage komplett begleitet. Und dann war ein Tag Pause, weil ich ein paar Sachen erledigen musste. Und dann waren 2 Tage, 3 Tage sehr, sehr anstrengend. Die Stimmung sehr, sehr anstrengend. Und wenn man sich überlegt, dass wir halt die komplette Europameisterschaft auch gestreamt haben und so weiter, haben wir dann uns überlegt, vielleicht ist das alles ein bisschen viel. Und jetzt machen wir das auf jeden Fall noch bis zum Ende, aber das, worauf ich Bock habe. Wie jetzt zum Beispiel da die Beachvolleyballerinnen laufen. Leichtathletik-Entscheidungen laufen da auch schon. Jawohl. Kurz mal. Ruhe. Der Blick auf das Ergebnis im zweiten Vorlauf über 1500 Meter. Abel Kipsang gewinnt das Ding in 3,40. Also langsamer der Lauf. Matthew Centrowitz. Sehr schade, da hat sie sich fast gut gelöst. Megi Kojo hat dann gesehen. So, muss ich abdecken, ich weiß. Momentchen. So, das Bild fällt gleich von der Wand. Was? Du wirst lachen, an die Bude selber kann ich mich nicht erinnern, aber vor locker 20 Jahren oder so habe ich schon auf dem jetzt deiner Balkon gesessen und drüben Dachterrasse. Also GOP kann sein, das hier kann nicht sein. Ne? Das hier eigentlich kann das nicht sein, weil soweit ich weiß, erst als ich bin ja eingezogen vor 2 Jahren, ne? Und ich glaube, das haben die erst zur Wohnung umgebaut 10 Jahre vorher. Also das kann nicht sein. Und der Bart, der hängt hier unten ja noch ein bisschen runter, ne? Also hier so, ne? Bis hier, ja. Da konnte man so aufs Dach. Ach so, das kann sein natürlich, ne? Ungefähr 4 Jahre. Mit natürlich zwischendurch abschneiden und so. Muss auch demnächst mal wieder hier so abgeschnitten werden. Ungefähr da
Ungefähr hier so. Damit der voll nachwächst halt, ne? Da war vorher oben nichts, richtig, genau. Ja. Rest in peace, ne, würde ich mal so sagen. Sweet Tia. Oder Sweet Tea. Dreisprung habe ich noch nie verstanden. Wie kommt man auf eine Disziplin wie Dreisprung? Ich befürchte übrigens, dass heute Schluss ist für die beiden Deutschen, obwohl sie das weltbeste Duo geschlagen haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist die Luft raus. Ich weiß nicht warum. Ich möchte, und im ersten Schritt habe ich meinen ersten Hut verkauft. Hut gekauft. Ne? Ja, und da unten diesen Laden wählen würde ich gerne mit Hilfe von jemandem zu etwas Neuem machen. Play Perfect, Schlafschild. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das stattfindet so langsam. Aber mal abwarten. So Hoffnung dies at last, ne, würde ich mal so sagen. Ja, also, wie ist der Ablauf heute? Wir gucken zusammen Leichtathletik, Vorgedöns und Entscheidungsgedöns. Da hüpfen ein paar Mädels rum mit viel zu wenig an. Ich glaube, das geht jetzt ganz schnell. Wenn du die Besten geschlagen hast, dann ist das halt vielleicht auch schwierig, sich zu motivieren. Ich weiß es nicht. Ich hatte das im Gefühl. Und danach gehe ich ins Bett. Übrigens. Also ich schätze mal, so gegen 4, ich weiß nicht, wie lange da die Entscheidungen sind, aber vielleicht, warte mal, vielleicht blenden die das ja sogar ein. Warte. Nee, blenden sie nicht ein. Einen schwarzen Filzhut für fast 100 Mark. Okay. Ich muss mal eben kurz was einstellen. Meine App ist mir abgeraubt. So. Gibt es 5.40 Uhr die Entscheidung? Echt so lange? Na ja, gut, mal schauen. Also auf jeden Fall, solange ich Bock habe oder bis 5.40 Uhr, dann gehe ich ins Bett. Und gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr kommt meine Ma zum Frühstück. Da gibt es dann Teil 10b. Und ich denke mal so 11, halb 12 müssen wir uns dann auf den Weg machen nach Recklinghausen zum Augenarzt. Weil meine Mutter heute eine Spritze ins Auge bekommt, was ganz furchtbar ist. Aber es hilft nichts. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und wenn ich wieder nach Hause komme, kann es sein, dass es noch einen Tag 10c gibt. Ansonsten kann ich euch eine Sache versprechen. Morgen früh startet der 10-Kampf. Ich hätte furchtbar gerne einen Ablaufplan vom 10-Kampf. Und den werde ich mir auf jeden Fall geben. Und dann mal gucken, was noch alles dazu abfällt dabei und so, ne? Aber Zehnkampf auf jeden Fall. Morgen früh müsste auch dann Speerwurf sein. Ich weiß nicht, ob die Amis auch wieder die Entscheidung gekauft haben und die Entscheidung alle morgen sind. Sandro, guten Morgen. Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ach so, vorhin hat jemand gefragt, wie ich geschlafen habe. Absolut Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ich habe versucht, seit gestern Nachmittag seit halb sechs zu pennen. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt um 9. Und dann habe ich eine Scheiße geträumt, die aber wenigstens sich so angefühlt hat wie 7 Stunden.
bin aufgewacht und habe, glaube ich, 20 Minuten gepennt oder so. Da war es dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Uhr. Und bin, glaube ich, noch zweimal aufgewacht. Und mein Wecker stand auf 1.10 Uhr. Katastrophe. Also ungefähr 3 Stunden geschlafen mit 3-mal aufwachen und davon 2,5 Stunden schlecht. Basketball-Männer-Viertelfinale. Slowenien-Deutschland. Ich glaube nicht, dass wir da weit kommen, oder? Glück gehabt. Muss gleich los. Arbeit, Mann, oh Mann, gar keinen Bock, bin so müde. Sandro, hast du durchgemacht? Was musst du denn tun morgens um 2:30, Mann? Das tut mir aber leid. Das Netz sagt nur, welche Sportarten mit dem Hinweis, die Teilnehmerliste ist vor Beginn der Veranstaltung verfügbar. Nee, nee, nicht wer mitmacht, sondern wann die einzelnen Wettkämpfe sind. Das würde mich interessieren. So, aber dann werde ich mal mein erstes Frühstück einnehmen, da mein Rhythmus ja im Moment sowieso völlig im Arsch ist irgendwie, ne? Nehme ich jetzt mal mein erstes Frühstück ein. Dass sie diese Namen und Nummern mit Sicherheitsnadeln festmachen, halte ich immer noch für keine gute Idee. Was gibt's denn als Snack? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Burger? Nein. Cerealien? Ich habe doch extra Cerealien gekauft. Könnte ich auch eigentlich mal essen dann, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich gerade Bock habe auf süß oder auf deftig. Ich habe auf leichtathletik.de eine Liste gefunden, ist aber keine Tabelle, kann ich nicht in den Chat kopieren. Leichtathletik.de. Bestes Frühstück, Kippe und Kaffee. Ich rauche, wenn nur abends oder wenn ich was trinke. Beides. Erst süß, dann deftig. Das ist auch okay. Nee, aber also selbst wenn, dann, das ist mir, glaube ich, zu viel, weil meine Ma kommt ja um 9:30 und dann wird ja gefrühstückt. Ne? Also jetzt eine Sache. Leichtathletik.de. Raketenklee ist übrigens ein sehr geiler Name, nur mal so. Ich habe eben ein klitzekleines Nackensteak als Snack auf ein Brötchen gelegt. Die Kräuterbutter war aber zu mächtig. Das ist Tag 1. Oh! Also ist eine Pause bis... Ja, alles klar. Dann kann ich euch genau sagen, wie der Mittwoch aussieht. Ne, ich schätze mal, genau wie heute, zwischen 1:30 und 2:00. Und dann wahrscheinlich, wenn das Kugelstoßen so 5 Uhr, 5:30 Uhr vorbei ist,
Pause bis 11.30 Uhr und dann gucken wir weiter Zehnkampf. Und die anderen Sachen, die dabei am Start sind. Vielen Dank, Mann. Wo hast du denn das her? Geil, Dankeschön. Was war bis dann nach 9 Tagen dein Highlight von den Olympischen Spielen? Zverev fand ich schon sehr beeindruckend. Zverev war schon sehr beeindruckend und vor allen Dingen, was er nachher erzählt hat beim Interview, das fand ich toll. Man mag ja von, oder viele halten ja von ihm gar nichts irgendwie, habe ich nie verstanden. Und ich hoffe, dass die Leute auch verstanden haben, dass der Mann das Herz auf dem rechten Fleck hat. Fand ich schon geil. Was ich, die Geschichte hinter der Ringerin gestern, die ihr letztes Match gemacht hat, die Deutsche und Gold gewonnen hat, die Geschichte dahinter finde ich großartig. Mega fand ich die Nummer von dem Hochspringer aus Katar und aus Italien. Die nachgefragt haben, der Typ aus Katar hat beim Kampfgericht nachgefragt, hör mal, können wir auch beide Gold haben oder müssen wir das ausspringen? Und das Kampfgericht hat nachgeguckt, nö, ihr könnt auch beide Gold haben. Und wie der Italiener ausgerastet ist, das fand ich großartig. Ganz, ganz stark. Das fand ich ganz, ganz stark. Danke, Just. Du. Danke dir. Arbeite in einer Firma namens Safeman. Wir machen Tiefbau und Baufahrzeuge vermieten. Muss von 3.25 Uhr bis 4.50 Uhr Straßensicherheit machen. Das heißt, mit unserem Kipper Absperrung auf einer vielbefahrenen Landstraße an der Baustelle. Die knapp 200 Meter. Kannst du dich jetzt in meine Lage versetzen? Ich hoffe, du bist nüchtern. Ja, kann ich. Nein, hätte ich auch keinen Bock drauf. Macht dir das denn Spaß, normalerweise, wenn es nicht um 3.25 Uhr ist? Ich hoffe, du lässt dir das fürstlich bezahlen, mein Lieber. Ohne Scheiß. Nur ein bisschen übergetreten. Ich halte diesen Qualifikationsmodus für völlig veraltet übrigens. Und ich verstehe nicht, warum man das mit dem Absprung nicht einfach ändert. Ich möchte gar nicht wissen, was du für Weiten beim Weitsprung und Dreisprung rausholen könntest, wenn du den Leuten eine andere Möglichkeit geben würdest, abzuspringen. Ich meine, ist natürlich insofern schwierig möglich, weil da natürlich alle alten Rekorde Geschichte sind. Aber werden sie eh irgendwann. Warum geben die denen nicht 50 cm Absprungsfläche und von dem Punkt da drin, wo du abspringst, wird gemessen? Warum nicht? Das wäre viel entspannter, die könnten sich auf ihren Sprung konzentrieren und nicht auf den Absprung. Das heißt doch Weitsprung und nicht Absprung. Hast du nicht ZDF an? Doch, ich habe den ZDF-Stream an. Übrigens, ne, für alle, über Prime, über Amazon Prime. Bei Amazon Prime kann man in HD die Öffentlich-Rechtlichen gucken. Wusste ich auch nicht, bis ein neuer Zuschauer uns vor ein paar Tagen das gesagt hat. Die Qualität dort ist für meinen 4K-Fernseher 80 Millionen Mal besser als via ZDF oder ARD-App. Ja, ich bin nüchtern. Trinke nur etwas an. Okay, alles klar, Sandro. Tut mir leid, Mann. Durchhalten. Bro Jack, moin. Und via ARD oder ZDF-App kannst du aber auch noch andere Livestreams anmachen. Und ich hätte gedacht, das Spiel ist schon vorbei.
dass die Deutschen das anscheinend, reißen sie es vielleicht nochmal rum, man weiß es nicht. Und ich finde Leichtathletik großartig, wie bei Formel 1. Gib denen 500 PS mehr, dann sind sie auch schneller. Was? Was esse ich denn jetzt mal? Ich könnte auch ein Eis essen. Eis essen? Hätte ich auch Bock drauf. Der einzige Vorteil, den ich von dem Moment an einfach unbezahlbar fand, als ich zu Hause ausgezogen bin, ich kann dann essen und machen und tun und lassen, was und wann ich will, wann ich will und was ich will. Rules are rules. So sieht's aus. Steht jetzt 15-15 bei Beachvolleyball. Raketenklee, vielen Dank. Weiß ich, sehe ich auch. Ne, du musst halt nur wissen, dass man manchmal hier Verzögerungen hat. Und wenn du solche Dinge in den Chat schreibst, bei der Europameisterschaft zum Beispiel sind Leute gebannt worden dafür, ne, wenn die ein oder zwei Minuten vor uns waren und dann geschrieben haben, Tor, Tor, dann haben wir sie rausgeschmissen, weil bei uns war noch kein Tor. Ne? Eis, ich habe noch 3 Kilo Wassereis. Nee. Wassereis ist nicht so meins. Wassereis ist nicht so meins. Ich hätte ja gedacht, nur so als kleiner Tipp, man kann auf Join komplett kostenlos Live-Fernsehen gucken und Livestreams verfolgen, auch die Olympischen Spiele 2020 Tokio. Ja. Ja. Wie gesagt, kannst du auch auf Amazon Prime. Das war's. Schnelle Beine sind gefragt. Hat sie? Das war's. Pass mal auf. Guckt das nur wegen dir euch. Ja, die Olympischen Spiele sind alle 4 Jahre. Durch die Pandemie haben wir im Februar schon die Winterspiele. Ich finde den Gedanken hinter den Olympischen Spielen großartig. Ne? Also zusammenzukommen, scheißegal, welche Religion, Rasse oder was weiß ich nicht hast, was du hast. Und sportlich gegeneinander anzutreten, finde ich großartig. Was heißt denn nur, Brojack? Zockst du auch mal im Stream oder chattest du nur? Und für mich hat das ganz viel mit Traumerfüllung zu tun. Ne? Also Olympische Spiele sind das Paradebeispiel dafür, wie Leute sich einen Traum erfüllen. Das Größte für einen Sportler oder eine Sportlerin ist, teilzunehmen bei den Olympischen Spielen und dann eine Medaille zu gewinnen. Und das ist einfach toll. Und vor allen Dingen siehst du Sportarten, die du halt sonst nicht siehst. Ne? Das ist super. Und lieber Brojack, ich würde furchtbar gerne, ich würde super gerne, aber mein Rechner macht das nicht mehr mit. Jetzt bin ich seit ein paar Tagen in einer tollen Gruppe von Menschen, ne? bei Respawned. Und ich hoffe, dass sich dadurch eine Kooperation ergibt mit einem PC-Hersteller. Und egal ob ich ihn gestellt bekomme, ob ich ihn günstiger bekomme, ob ich ihn finanziert bekomme, ist mir scheißegal, ich einen neuen Rechner bekomme. Und ja, dann würde ich das sehr, sehr gerne tun. Wir haben letztens versucht, die PlayStation anzuschließen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das am 4K-Kabel lag, weil du brauchst ja für einen 4K-Player ein 4K-Kabel in den 4K-Fernseher. Das geht ja nicht einfach so.
Und damit habe ich versucht, die PlayStation anzuschließen. Vielleicht ist das dann zu schwach. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich weiß nicht warum. Ich habe von Anfang an gedacht, das wird nichts. Die sehen auch so aus, als wird das nichts. Die sehen so aus, als ich weiß nicht. Das sieht nicht so aus wie von Anfang an. Ich wünsche dir viel Glück, dass du das... Ja, ich mir auch. Ich mir auch. Ganz, ganz komisch. Also ohne Witz, gestern, als sie gespielt haben, die beiden Mädels, da war, die sahen die völlig anders aus. Total motiviert bis in die Haarspitzen. Und als das vorhin angefangen hat, oder als wir reingeschaltet haben, da sahen die von Anfang an so aus, so, ja, ja, ja. Ganz komisch. Und was hat die denn für blaue Haare? Was ich übrigens ganz, ganz, ganz strange finde, ist mir aufgefallen. Wo ist der Bottleneck oder kannst du es nicht eruieren? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was ist denn ein Bottleneck? PC? Ja, Viertelfinale, das hätten sie wahrscheinlich, wenn man sie vorher gefragt hätte, genommen. Aber wenn du so nah dran bist am Kampf um die Medaillen, dann ist da natürlich... Ja, ja! Ja, 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 ja. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Leute, das ist gerade in Stress mit einem komischen Menschen und ich musste los zur Arbeit. Also moin moin. Stebo. Guten Morgen. Flaschenhals. Ich weiß, dass das Flaschenhals heißt, du Napf. Ich weiß aber nicht, was du damit meinst. Der Flaschenhals ist am Flaschenhals der Flasche. Was? Ich weiß nicht, was das mit dem Rechner zu tun hat. Keine Ahnung. Schwachpunkt. Ah, also ich habe A, keine Ahnung von Computern und B, habe ich das noch nie gehört. Sagen das die coolen Jungs oder was? Ey, Alter, wo ist denn dein Bottleneck? Liegt am CPU, Kratz, Krimzrin, Krimzrin, Gedöns oder was? Wo ist der Bottleneck? Ich weiß gar nicht, ob die Kiste zu alt ist, Bo. Vielleicht muss man die auch nochmal aufräumen oder vielleicht mal aufmachen und sauber machen. Ist halt seit 3 Jahren nicht mehr passiert, ne? Nicht nur die coolen Jungs. Also du auch. Das macht dich schon wieder sehr sympathisch. Keine Ahnung. Wenn man den einmal ausräumt, sauber macht, wieder einräumt und neue Software drauf, vielleicht läuft er dann wieder super. Keine Ahnung, ne? Bottleneck ist schon immer Bottleneck, Olli.
Die sehen so aus, als haben die gar kein. Wäre denen auch scheißegal jetzt irgendwie. Ganz komisch, ne? Ganz, ganz komisch. Bose, kein Mensch, außer wahrscheinlich irgendwelchen Leuten, die was mit Computern zu tun haben, haben das schon mal gehört. Man kann ja nicht alles kennen. Keiner außer euch beiden kennt das. Bottleneck. Hau ab! Also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann mit der Kiste noch spielen, ich kann mit der Kiste streamen, aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Das macht ja nicht mit. Vielleicht so ganz einfache Spiele, aber selbst da war das letztens raus. Wenig Enttäuschung? Das war denen scheißegal, habe ich den Eindruck. Ich meine, ist ja okay. Man kann ja mal einen schlechten Tag haben oder keinen Bock oder irgendwie sowas, aber... So, jetzt gehen wir direkt aufs Wasser. Nicht hinter mir, sondern ein bisschen weiter weg. Die Ruder sind weg, die großen Probleme hat. Und die liefern ja bei Olympischen Spielen regelmäßig viele Medaillen ab. Und deswegen ist die zweite Woche für das deutsche Olympiateam meistens erfolgreicher. Sieben Medaillen... Diese Kajaknummer ist auch knallhart. Wenn die Kiste 3 Jahre alt ist, lässt das Board wahrscheinlich... Keine aktuelle CPU, sondern auch keine Platine, das also so. Alles außer First Person Ballerei, glaube ich. Wenn du beim Fahrradfahren klingeln musst und dann aufhörst zu treten. Ist alles gut. Meine Fresse. Was ist denn los mit euch heute Morgen? Flaschenhals. Stebo ist auch am Start. Was ist los? Ja, Bo, du hast wahrscheinlich recht. Also, mein Traum wäre, ich hätte gerne einen Rechner, mit dem ich alles auf Ultra spielen kann und streamen kann, so dass ich mindestens für wieder 5 Jahre meine Ruhe habe. 4, 5 Jahre meine Ruhe habe. Dann hätte ich gern einen ganz kleinen Rechner, den ich nur zum Streamen brauche. Und wenn ich die beiden hätte, dann würde ich wirklich jemandem, der Ahnung hat, den Rechner geben, der den einmal komplett auseinandernimmt, sauber macht und wieder zusammenpackt. Und dann ist der auch gar nicht so schlecht, glaube ich. War bezogen auf 2 Sachen gleichzeitig. Ja, ja, wie gesagt, das ist halt doof. Ne? Ich glaube, für einen Streamrechner ist der zu gut. Müsste man mal gucken, was man dann damit macht. Aber ich habe ja auch vor, ich bräuchte ja auch einen Rechner in einem mobilen Studio, ne? Das haben wir ja auch vorzumachen. Und ...400-Meter-Runde, was für ein Horror. Diese Stadionrunde hört nie auf und du musst immer rennen und rennen und rennen. Und die Jungs sind am Paddeln, jawohl! Wahnsinn. Die beiden in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold, das hat sich Sebastian Brendel gewünscht, liegen an der Spitze im Moment, aber alles noch dicht beisammen. Die liegen nicht an der Spitze, das sind die beiden anderen Jungs. Aus Brasil. Na, 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 na. Pass mal auf, die Deutschen kacken da jetzt auch voll ab. Werden geschlagen von Brasilien. Ein Platz unter den besten 4. Das würde reichen. Ich glaube, sie werden hier in diesem Halbfinale längst noch nicht alle Karten aufdecken. Das wissen wir aus den vielen, vielen Jahren. Sebastian Brendel, der lange... D-Clan, einen wunderschönen guten Abend. Also zockst du Offstream auch nicht. Habe ich gar keine Zeit für. An den Gegner
vorbeifliegt, ja. Manche Trainer haben schon. Im Moment habe ich gar keine Zeit für. Macht mir aber auch persönlich, ich habe jetzt so eine Oculus 2. Das will ich angehen die nächsten 1, 2, 3 Monate. PlayStation will ich angehen die nächsten 1, 2 Monate. Ne? Der Alte ist nur bei OBS mit einer Cam schon zusammengeklappt. Wie viel muss ein Rechner denn kosten, um auf Ultra zu zocken und gleichzeitig zu streamen? Woher soll ich das wissen? Im September 2016 zum ersten Mal einen Rechner angemacht in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, ne? Null. Sind das nicht die Jungs von Deutschland, denen das Boot beschädigt wurde? Was? Haben die zerkratzt, den Lack zerkratzt oder was? Alter, lass mal den Boot zerkratzen. Naja, fast fünf Boote auf einer Linie, ne, Herr Kollege? Pass mal auf, absoluter Skandal, die Deutschen fliegen raus. Pass auf! Wir sind halt, das ist die Gönner-Olympiade, das sind die Gönner-Olympischen Spiele, ne? Aber so knapp. Wenn du ein guter Sprinter bist, aber deine Schuhe verlieren die Sohlen, sind diese der Bottleneck. Du hättest das Potenzial, aber... Du, Alex, was ist los mit dir? Ich habe das schon verstanden. Möchtest du es vielleicht nochmal erklären, auf eine andere Art und Weise? Glaubst du, ich bin dämlich, nur weil ich nicht weiß, was ein Bottleneck ist, oder was? Ich weiß nicht, ob du pokerst, aber zum Beispiel könnte ich dir ein paar Begriffe vom Pokern oder Handball um die Ohren hauen. Die verstehst du auch nicht sofort. Das heißt aber nicht, dass du mir jetzt 2 Stunden lang erklären musst, in komischsten Beispielen, Oliver, wenn du sprintest und deine Sohle geht kaputt, ist das das Bottleneck? Junge! Ich bin nicht doof. Jetzt machen wir mit 2 olympischen Ereignissen weiter. Zum einen haben wir das Viertelfinale beim Tischtennis der Frauen mit der Mannschaft. Siehst du dich selber noch als Gamer? Ich war nie einer. Ich habe als Kind aufgehört zu gamen, weil mir das total auf die Nerven gegangen ist. Die Musik, die Grafik und ich habe nicht verstanden, was meine Kumpels daran gefunden haben. Also bin ich rausgegangen und habe Ball gespielt. Ne? Nee, irgendwie am Flughafen beim Verladen umladen. Bist du oder was? War immer mein Traum als Kind. Pilot werden oder am Flughafen arbeiten. Liebe ich. Früher am Frankfurter Flughafen. Früher hätte ich alt werden können am Frankfurter Flughafen. Heute, das letzte Mal, als ich jetzt da war, fand ich ihn extrem langweilig. Aber früher war der Frankfurter Flughafen irgendwie eine Stadt für sich. Wenn du da rumgelatscht bist, da konntest du feiern, da konntest du... das war schon abgefahren. Ne? PlayStation habe ich auch geschaut. Die 5 scheint es irgendwie gar nicht zu geben, obwohl Sony so viel Werbung gemacht hat. Ich habe nach der ersten Welle auch nirgendwo eine gesehen zum Kaufen. Ich versuche auch an der Xbox Serie X ranzukommen. Naja, läuft schlecht. Ja, irgendwie kriegt man die beiden nicht, ne? Irgendwie, oder? Och, Alex. Hab mir die S geholt, weil ich auch nicht an die X rangekommen bin. 1 TB Speicher-Upgrade rein und ich bin zufrieden. Ball gespielt, Grins. Ich fand die Games damals auch doof, aber ich mochte auch keine Bälle. Hab als Zwerg angefangen, Basic zu tippen. Ja, das haben auch ein paar von meinen Freunden gemacht. Ne? Aber ich weiß nicht. Mir ging es auf den Sack. Mich hat das gestört, mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Es gab irgendwann ein Spiel, das hieß Defender of the Crown.
also in den roten Trikots. Keine Ahnung. Und da hab, als ich da den Trick rausgekriegt habe, wie man in einer Minute oder in zwei Minuten oder so dieses Spiel gewinnt, und dann mit dieser ganzen Zeit diese furchtbare Musik und diese, immer diese Pixel-Scheiße und diese Scheiß-Musik. Also alle Leute, die halt total nostalgisch unterwegs sind zum Beispiel, ne, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? Also als ich 2016 gelernt habe, wie geil Computerspiele sind und was man alles machen kann mit dem Computer und Livestream und Fernsehen und Kamera und so, habe ich natürlich irgendwann auch gesehen, dass manche Leute halt gern alte Spiele spielen. Hab aber nie verstanden, warum. Ich glaube ja, die Deutschen werden ganz schön auf den Sack kriegen. PS5 werden gerade die Vorbestellungen von November 2020 ausgeliefert. Dann kann das noch ein bisschen dauern. Welches Sys hattest du als erstes als Kind? Amiga 500 oder so? Amiga 2000? Irgendwie sowas? Aber ich kenne C64 mit Datasette oder mit Floppy-Laufwerk 1551 oder wie das Ding hieß oder so, ne? Amiga 500 war mit diesem, ja, ja, also... Nils Giffey raus auf seinen jetzigen Teamkollegen auf Johannes Thiemann, beide da in Berlin unter Vertrag. Thiemann, die Deutsche Bank vor der Die Deutschen werden so auf den Sack kriegen. Spektakulär der Abschluss von Blažić. Spektakulär, er hat einen Dank gemacht. 4:0. Ob der Kommentator Basketball außerhalb der Olympiade guckt, ich weiß es nicht. Das Schönste ist, dass die Regeln nicht die NBA-Regeln sind, ne? Weil ansonsten wäre schon 18 Mal abgepfiffen. Noch funktioniert sie nicht. Guter Pass von Bonga, der Extrapass auf Johannes Thiemann, der mit Torschen geht hoch, wird gefoult. Mit Retrogramm wirst du nicht mehr, aber auf gar keinen Fall. Hassig wie die Pest. Sind diese Play-the-Games wie Heavy Rain oder Detroit Becomes Human, die so wie ein Interact-Film, die super leicht... ja, da, sowas würde ich gerne machen. Ich habe jetzt gebraucht Fallout 4 gekauft für die PlayStation. Ich würde auch gerne mal was ausprobieren. Der Typ, den man neben eingeblendet hat, ist doch der von Aktenzeichen. Keine Ahnung. Normalerweise, ne, seht ihr ja immer das Bild und dann den Gamer irgendwo eingeblendet, ganz klein. Ne? Ich würde gerne mal ausprobieren, wie das kommt, wenn ich die Kamera hier hinstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da auf dem Sofa flanke und die Kamera neben mich stelle, dass ihr also quasi aus meiner Sicht seht, irgendwie... was ich da mache, ob das rüberkommt irgendwie. Ne? Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe ein paar PlayStation-Spiele habe ich ja gekauft, ne? Weil ich ja immer hoffe, dass ich das irgendwann mal ans Laufen kriege und mal ausprobieren kann. Ne? Also wie gesagt, für 8 Euro habe ich Fallout 4 gekauft. Das waren alles Angebote. Alles Angebote, gebraucht für 2-3 Euro oder sowas. Das hier, glaube ich, kriege ich nicht hin. Ich habe mal irgendwann im Laufe der letzten 20 Jahre eine PlayStation 2 oder 3 gewonnen mit Crash Bandicoot und habe eine Woche in meinem Leben, als ich krank zu Hause war, gefühlt 24 Stunden, 7 Tage lang Crash Bandicoot gespielt, bis ich nicht mehr weiterkam. Deswegen habe ich das hier gekauft. Das hier würde ich auch super gerne mal ausprobieren. Also auf dem Rechner ist das ja schon großartig. Das hier gehört Densen, das muss ich ihm noch zurückgeben. Das hier ist noch eingepackt. Das hier ist ein Spiel für mehrere Leute.
Naja, und das hier ist auch noch eingepackt. Ne? Das ist halt auch geil. Entweder wird das nochmal irgendein schöner Preis. Und diese ganzen Heavy Rain Dinger, die habe ich eigentlich auch. Ich weiß, ich glaube, die müsste Becky noch haben. Ja, ich glaube, die müsste Becky noch haben. Auf höchster europäischer Ebene. Chancha ist aber auch so einer. Das ist ein uraltes Mic eigentlich, ne? Also ich habe da das teure für 430 Milliarden Euro Shure-Dingsterbumster hinter meinem Setup. Und das hier ist einfach der Snowball. Aber da ich halt im Moment hier nur so rumrenne und eh nicht zocken kann, ne, habe ich da einfach ein ewig langes Kabel dran gepackt. Und riskant gespielt von Vogtmann auf Bonga. Aber dieses Risiko, das müssen sie auch gehen. Das ist ein billiger Snowball mit einem Uraltkabel. Da ist nichts Besonderes dran, du. Doncic. Und das zeichnet ihn eben auch aus. Dirk Nowitzki hat mal gesagt, also, der kann ja fast alles. Der punktet eigentlich, wie er will. Das Beste an ihm sind aber seine Pässe. Er hat das Auge, er hat die Fähigkeit, er hat das Timing, die genau richtig zu spielen. Ausgeglichener Beginn in den ersten vier Minuten. So, jetzt ist die 24 Sekunden Wofu runtergelaufen, den musste Thiemann von ganz weit draußen nehmen. Jetzt aber wieder in die Defense zurück. Hat irgendjemand gestern zufälligerweise den Bericht gesehen über die Gewichtheberin aus Neuseeland? Also war mal ein Mann, hat sich vor 9 Jahren umoperieren lassen. Das ist echt ein hartes Thema, glaube ich, in der Zukunft. Ne? Da war schon in der Qualifikation die Defensive. Mit allem nötigen Respekt zu allen Gendern und so, ne? Wird das echt total schwierig. Wie geht man damit um? Ich weiß es auch nicht. Ne? Hat ein investigativer Journalist hat gesagt, in Afrika suchen die aktiv Frauen, die bereit sind, halt da, oder die eh schon ein hohes Testosteronlevel haben, suchen aktiv Kerle, die sich halt quasi. Also es ist das. Ich habe ein bisschen Schiss. Der hat dann auch gesagt, es ist gar nicht machbar, irgendwie einen dritten Wettbewerb zu machen, weil ansonsten würden die Olympischen Spiele anderthalb bis zwei Wochen länger dauern und so. Ich finde das total schwierig. Ich mach den Fernseher auch an. Warte. Und dann muss ich mir überlegen, was ich esse. Richtung Ziel, wir paddeln. Das Westenboot, Lorev Dostal, speziell für ihn hergestellt. In Tschechien, wirklich ein ausgesprochen bekannter Sportler, zweimal schon zum Sportler des Jahres gewählt worden. Dann der Serbe Zilda, den können wir ein bisschen außer Acht lassen, wenn es gleich um die 4 Plätze geht, die zum Finale berechtigen. Man könnte eine Testo über, aber nur ohne Hintergrundwissen ins Blaue gedacht. Ja, es ist halt schwierig, ne? Du kannst ja nicht irgendwie jemanden dafür bestrafen, dass sein Körper mehr Testosteron ausschüttet eigentlich, ne? Auf der anderen Seite, ich zum Beispiel, ich begrüße ja auch. Und ich bin gespannt, wie er diese Aufgabe lösen wird. 22 Jahre erst alt, vom KC Potsdam. Ein Juwel, ein Rohdiamant, so sagen es die Trainer, den wir ein bisschen schleifen müssen. Ich begrüße ja auch, dass zum Beispiel ein Land wie Kanada hingeht und sagt, hör mal zu, wenn du ein Mann bist und fühlst dich aber wie eine Frau und ne, lebst auch so, ziehst dich auch so an und so, dass die ohne auch eine Operation oder so solchen Leuten, die in den Pass eintragen, dass sie weiblich sind. Ne? Vielleicht müssen sie mit einem Psychologen reden oder so, aber eigentlich finde ich das ja gut. Es ist halt nur schwierig, wenn das ausgenutzt wird. Alles ist schwierig, wenn es ausgenutzt wird. Ne? Und das finde ich echt schwer. Ich finde das wirklich schwer. Warum soll man einem Menschen, der sich vor 9 Jahren hat umoperieren lassen, von Mann zur Frau,
verweigern, seinen sportlichen und olympischen Traum zu verwirklichen. Ne? Das darf es halt auch nicht. Aber es muss für alle fair bleiben. Ne? Das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Leider gibt es abgefuckte Regime auf diesem Planeten, die so einen Scheiß immer ausnutzen. Ist ganz einfach. Diese Menschen sind Frauen nach der OP und fertig. Andernfalls wäre es eine Art Diskriminierung. Sie zählen vor dem Gesetz als Frau. Das ist nicht so einfach, Mr. Wade Wilson. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist vielleicht für dich einfach und es wäre schön, wenn das funktioniert. Aber das, finde ich, ist nicht so einfach. Also ich sehe es anders. Das ist absolut anstrengend. Das muss man sich gut einteilen. Und da ist vielleicht der Jakobschopf noch nicht ganz so weit mit seinen 22 Jahren. Und die Bedingungen hier sehr wenig. Also das mit dem Testosteron-Level, das finde ich noch schwieriger. Weil wenn du so geboren bist, dann bist du so geboren. Ja? Bei manchen kannst du halt nicht nachweisen, ob es natürlich ist oder ob es herbeigeführt ist. Das ist dann fraglich. Wenn es natürlich ist, dann ist das halt so. Ne? Komisch ist halt, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, ich lüge jetzt, 80% der Sportlerinnen, und also die so kommen aus Afrika, wie gesagt, diese investigativen Journalisten haben halt rausgefunden, dass sie die explizit suchen, die Leute. Ob das dann noch fair ist, weiß ich nicht. Und es ist halt schwierig. Frequenz erhöht und er sagt hier immer wieder, wenn man ihn trifft in Tokio, dieser starke Olympia, das ist ein Traum, er strahlt, er freut sich, ist glücklich, dass er das alles mitnehmen kann und wenn mir hier der Endlauf gelingt, dann bin ich auch in der Lage, um eine Medaille mitzufahren. Kopasch ist vorne, dann Jakob Schopf, dann das Westenboot von Dostal und jetzt sind es nur noch wenige Schläge. Ei und Toast geht immer. Das stimmt. Aber ich will auch nicht zu viel. Erstmal, meine Mutter kommt ja 9:30 zum Frühstück. Wieso denke ich gerade an die Damenmannschaft der DDR? Waren die nicht auch alle doppelt so groß wie Schwab? Ja, die waren halt auch aufgepumpt mit irgendwelchen Hormonen und gedopt und hat sich ja total geändert. Also, ich meine, also die einzige wirkliche Mannfrau, die ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, ob das alles so echt ist, war von China, glaube ich, Kugelstoßen. China Kugelstoßen? Die Gewinnerin fand ich, also, da sah nichts Weib, da sah nichts nach Frau aus. Irgendwie. Mir ist es egal. Ja, wie gesagt, ich bin von einer Frau erzogen worden. Mir ist es egal, ob Männer lieben, Frauen lieben, was man, wie, Hauptsache man ist glücklich. Mir geht es nur darum, dass es fair sein muss. Ne? Mir geht es nur darum, dass es fair sein muss. Das ist alles. Ja, die kriegen voll auf den Sack gegen die. Mit einem Riesenlauf treffen 64% aus dem Feld, die Deutschen nur 31%. Also jetzt eine frühe Aufholjagd, die gestartet werden muss. Aber auch mit Yoshiko Saibu. Bin ich gegen umoperierte. Das hätte denselben Charakter, als wenn sich ein gesunder Mensch die Beine abnehmen und durch Halbbeine ersetzen lässt, um einen Wettkampf zu besitzen. Da wird's schräg. Ja eben, ich, das ist einfach nicht fair. Wenn die Realität bedeutet, dass ein Gewichtheber weit weg von zum Beispiel Olympia ist, sich dann als Vielmehr deklariert und dann abräumt, finde ich das sehr fragwürdig. Das ist ja eben der Punkt. Das ist ja eben das Ding, ne? Ich meine, die Gewichtheberin gestern, die hat dreimal das nicht richtig gestemmt. Also beim zweiten Mal schon, aber da haben die Richter gesagt, da wäre irgendein Fehler drin gewesen. Jack Black, mach's gut. Es ist halt total schwierig, ne? Leute, es ist einfach schwierig. Aber es muss halt irgendwie fair bleiben, ne? Es muss halt irgendwie fair bleiben. Weil ab wann, wenn du dich wirklich umoperieren lässt, komplett, gilt das dann ab dann oder ich weiß es nicht. Ob die beiden aber dort zusammenspielen, das wird sich erst noch klären. Da muss
Moritz Wagners Vertrag dort ausgelaufen. Also, erster Freiwurf drin. Das kann auch so ein bisschen Sicherheit, so ein bisschen Selbstvertrauen geben. Ich finde das ja auch unfair. Also selbst wenn es natürlich ist. Selbst wenn du natürlich, da gibt es diese eine Sportlerin, die sind bei der Geburt, die ist fast ein Mann. Der sind bei der Geburt noch zwei Hoden entfernt worden. Ne? Auch aus Afrika irgendwie, es lebt jetzt in Berlin und hofft, dass sie bei der nächsten Olympiade starten darf. Bei dieser durfte sie nicht starten. Es gelingt trotzdem ganz, ganz selten, weil es so schwierig ist. Und da gab es ja auch die 400- und 800-Meter-Läuferin, glaube ich, die jetzt auch nicht mehr starten darf, glaube ich, weil die halt alle im Grund und Boden gerannt hat. Ne? Also wie gesagt, da einfach zu sagen, ja, das ist halt so aus, finde ich zu einfach. Das finde ich zu einfach. Ich bin voll auf deren Seite. Ich finde, da muss eine Lösung gefunden werden, da muss es was geben irgendwie. Aber du darfst nicht, du darfst die anderen dadurch nicht leiden lassen. Also du darfst, das ist sowas, finde ich immer ganz wichtig. Also ja, wir müssen viel offener werden für sowas. Ja, wir müssen darauf eingehen. Ja, wir müssen mit sowas umgehen, aber nicht auf Kosten der anderen. Ne? Du darfst nicht etwas Neues schaffen, was wichtig ist und gut ist, aber dafür geht es den anderen schlechter. Das darf nicht sein. Ne? Ist das erste Viertel zu Ende. Jetzt also nochmal punkten. Das ist die Devise. Nochmal näher rankommen. Wieder Wagner. Und wieder keine Punkte. Er verliert den Ball. Furchtbar schlecht. So, ich muss irgendwas machen. Zwei noch zu geben, sagt Hendrik Rödel, soll heißen, die Teamfoulgrenze ist noch nicht erreicht. Deutschland erst mit zwei Teamfouls in diesem Viertel. Ab dem fünften gäbe es erst Freiwürfe für Slowenien bei jedem Foul. Also, wenn Foul, dann vor der Korbwurfaktion. Das ist die Ansage des Bundestrainers. So, da ist sofort das Signal des Schiedsrichters. Das war vor der Korbwurfaktion. Ich denke auch, wir sollten offener werden, aber ja. Testendo! Wieder aus Bayern nach Hause. Moin! Ja, aber das ist es halt. Ne? Das muss immer miteinander sein. Wenn es kein Miteinander ist, ist es immer scheiße. Zwei zu geben, ne? Und das waren jetzt dann die zwei Fouls. 2,3. Also, wir haben keine Chance gegen Slowenien. Und nur noch 2,3 Sekunden für Slowenien auf der Uhr. Dennoch 11 Punkte Führung für den Europameister gegen Deutschland. Slowenien, klar, Favorit in dieser Partie. Aber Deutschland mit Chancen, Fragezeichen. Prepelic schon ganz weit draußen. Zu kurz, aber dieser Wurf 25 zu 14. Also, das kann Hendrik Rödel natürlich nicht gefallen, dieses erste Viertel. Eine richtig gute Phase der Slowenien. Die hat erst einmal ausgereicht in dieser neuen Saison. Nicht richtig hören, was Luka Doncic da mit dem Schiedsrichter bespricht. Achso, ich sag nochmal, ist kein Foul, okay. Ist natürlich nicht so, als wenn er es nicht wüsste. Er würde nochmal dem Schiedsrichter sagen, wie er das Ganze sieht. Erstmal Kaffee trinken. Das Ding ist dann einfach, dass die OPs. Terrorwolf! Moin! Schöner Name. Guten Tag. Nicht mehr gemacht. Ja, das ist ja das Problem. Ja, Mai, was habe ich verpasst? Um was geht's? Wir gucken die Olympiade zusammen. Heute ist Tag 10a. Warum 10? Weil Wettkampftag 11 ist. Ja, wir haben einen Tag ausgesetzt.
Und dann gibt es gleich eine Pause irgendwann und dann geht es weiter um 9.30 Uhr mit Frühstück mit Muttern und Olympiade. Und irgendwann, glaube ich, um 11 Uhr, 11.30 Uhr gehen meine Mama und ich dann Richtung Arzt. Meine Mutter kriegt heute eine Spritze ins Auge. Partyzone, moin. Und wir reden gerade darüber, gestern hat eine Neuseeländerin beim Gewichtheben mitgemacht. Die war mal ein Mann, bis vor 9 Jahren. Ob das so rechtens ist oder nicht und was man davon hält und dass ganz komischerweise ganz viele Afrikanerinnen 80% der Sportlerinnen, die einen hohen Testosteron haben, kommen wohl aus Afrika, da gibt es wohl extra Leute, die die suchen, testen und ob das alles so natürlich ist, weiß man auch nicht. Wie geht man mit sowas um? Darum geht's gerade. Ein bisschen. Gemacht. Da standen sie dann mit Danilo Bartel in der Mitte, der nur auf diesen Pass da gewartet hat. Es war gut verteidigt. Das war gut verteidigt. Und über diese gute Verteidigung muss die DBB-Auswahl jetzt dann auch in der Offensive ins Spiel finden. So wenig wie es im Alltag eine Rolle spielen sollte, sollte es im fairen Wettkampf doch irgendwie eine spielen. Naja, also du kannst, was ich halt so schwierig finde, ist, die Menschen, die ja sich nichts mehr wünschen, als gleichberechtigt behandelt zu werden, sorgen ja dafür, dass andere nicht mehr gleich behandelt werden. Das ist alles total schwierig. Da sind Menschen, die sind halt einfach anders. Ne? Die sind einfach anders. Ja, das ist nicht schlimm. Ne? Man darf ja anders sein. Ne? Diversität finde ich gut. Die sind halt anders. Und die wünschen sich, dass sie gleich behandelt werden. Was ich total nachvollziehen kann. Und ich würde jedes Mal für die auf die Straße gehen. Ne? Mit denen zusammen. Sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken. Aber dadurch, dass man diesen Menschen, wenn man das einfach so machen würde, wie gerade jemand geschrieben hat, dass man sagen würde, ja, fertig, ist halt eine Frau aus, behandelst du die anderen nicht mehr gleich. Das ist total schwierig. Das heißt, eigentlich müsste jemand, der das verlangt, wissen, dass das unfair ist. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass es dann an der Gesellschaft ist, denen die Möglichkeit zu geben, eine Olympiade zu gewinnen. Und da bin ich dann so weit, das einzige Argument, was der Typ da gestern hatte, war, ja, das ist aber schwierig umzusetzen, dann würde die Olympiade ja 3 oder 4 Wochen lang dauern. Ja. Ein bisschen Theatralik, da kommt der Block. Und? Wenn das der einzige Grund ist, dann ist das halt so. Ich meine, wir haben doch auch die Paralympics. Warum kann man dann nicht irgendwie entweder zu der normalen Olympiade oder zu den Paralympics die Transgender, ich weiß nicht, wie man es nennt, Genderleaks, ich weiß es nicht. Also die Wettbewerbe für die Leute machen, verstehe ich nicht. Also wenn das der einzige Grund ist, dass das ein organisatorischer Aufwand wäre, dann sehe ich kein Problem eigentlich. Wagner hat das Auge, sieht Danilo Bartel. Gut, guter Angriff der DBB-Auswahl. Und jetzt heißt es wieder gute Defense. Ja, das ist der Punkt. Ne? Also viele, es gibt immer Arschlöcher, die Sachen ausnutzen. Mich würde es nicht mal wundern, dass es Länder gibt, die Leuten richtig Kohle bieten, wenn sie sich umoperieren lassen. Ne? Würde mich auch nicht wundern. Es gibt immer furchtbare Menschen auf diesem Planeten, die irgendwelche Leute ausnutzen, die Geldprobleme haben, familiäre Probleme haben, versprechen deren Kindern eine tolle Zukunft, versprechen denen Kohle und so weiter. Ne? Das ist es halt. Ich muss mal eben kurz den wichtigsten Gegenstand hier in der Wohnung organisieren. Also erfolgreicher Dreier, dann dieser Assist, dieser gute Pass da von Moritz Wagner, der muss das jetzt abschaffen mit dem Ballverlust. Also, Ballsprung gleich, erstmal die Bahn. Sagu für 2.
Nur noch 6 Punkte Rückstand für Deutschland, deswegen ganz schnell die Auszeit genommen. Geil. Alexander Sikulic. Dem Trainer der Slowenen. Manche Phase also jetzt der deutschen Mannschaft. Guter Verteidigung und ich habe es eben schon mal gesagt, aus dieser guten Verteidigung heraus muss dann eben auch die Offensive funktionieren, aber das geht eben auch oft einher. Das ist oft der Fall. Wir haben keine Chance gegen Slowenien, Leute. Die sind einfach um Längen besser als wir. Handball haben wir heute eine Chance. Meine Mama und ich sind heute nicht da. Ihr müsst Deutschland, Ägypten alle Daumen drücken. Aber das ist machbar. Also Henrik Rödel sagt, die stehen immer sehr tief in der Verteidigung. Der letzte Vorlauf. Könnten immer penetrieren. Also Bose kauft ja eins. Das hier gemacht hat. Aber sie müssen den Ball erst mal dorthin bringen. Saint. Moritz Wagner und seinen Ballverlusten. Aber er hat eben auch die anderen aufgefordert, dass sie zum Handoff, also zur Übergabe. Nein, nein. Gib mal ein, Ausrufezeichen, Zap. So wie es da steht. Damit Wagner es gar nicht in die Bredouille. Immer noch hohe Trefferquote bei den Slowenen, bei den Deutschen wird sie etwas besser. Wenn du. Isaac Bonga, aber dann ist der Rebound bei Mike Toby. So oft. Da oben steht jetzt immer nur noch die Zahl für den Monat, für den laufenden Monat. Das finde ich, habe ich mir abgeguckt vom Ehrensache. Ich glaube, der blendet jetzt gar nichts mehr ein. Ich weiß nicht warum, aber geht mich auch nichts an. Danke dir, Bo. Genau, um solche Kommentare zu vermeiden, wie du die sie gerade gemacht hast. Weil du musst ständig erklären, was denn passiert ist. Ne? Dann hast du irgendwie 500 Subs und gehst am nächsten Tag online und hast nur noch 370. Und dann gucken die Leute und dann kommt, oh Gott, was ist denn passiert und so. Weil im Monat vorher an einem Tag alle völlig ausgerastet sind und irgendwie 170 Subs verschenkt haben oder so. Und dann sieht das, ist immer irgendwie blöd. Und da weißt du am letzten Tag des Monats genau, wie viel da waren. Also wir machen das seit 2 Monaten. Vor 2 Monaten waren wir, glaube ich, bei 505. Und das im Juni. Ich kann euch mal erzählen, was in den Junis sonst immer abgegangen ist. Im Juni davor waren wir, glaube ich, bei 215. Ne? Also das ist schon eine mega Steigerung. Das ist super. Vielen Dank dafür. Und den Juli letzten Jahres kann man nicht als Vergleich dazu nehmen, weil da war ich in Andalusien. Aber ich glaube, im Vergleich zum Juli davor ist auch verdreifacht oder so. Und jetzt hatten wir Ende des Monats, glaube ich, 405 oder so. Und ihr müsst wissen, Juni, Juli ist eigentlich und August auch noch ist eigentlich eine mittelschwere Katastrophe, weil Ferien und gutes Wetter und so, ne, also dafür ist das toll. Ich kann dir aber, wenn du möchtest, Saint, genau sagen, wie viel wir im Moment haben. Und zwar, hier, pass auf, ich zeig's dir. Aber jetzt das vierte Team faul in diesem Viertel, deswegen keine Freiwürfe. Schritt zurück, Step Back von Maodolo. Damit verschafft er sich den Platz, den er gegen den größeren Mike Toby natürlich auch braucht. Maodolo nur in Anführungsstrichen 1,91. Haha! Wenn Mike Toby mit seinen 2,13 vor ihm steht, dann muss er sich eben ein bisschen Platz verschaffen, um einen freien Wurf zu bekommen. Saibu Maodolo. Wieder. Und er trifft wieder! Und er trifft zur deutschen Führung! Maodolo! 11 Punkte Rückstand aufgeholt gegen Slowenien! Also dieser Wurf von der Technik her von Tobi steht nicht im Lehrbuch, aber wer den Dreier trifft, der hat ihn sich verdient. Spannendes Spiel in dieser ersten Hälfte.
Und Deutschland ist auf jeden Fall zurück in der Partie. Das haben sie sich mit dieser Steigerung im zweiten Viertel verdient, erarbeitet. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, das ist zu wenig für den Offense-Foul. Doncic beschwert sich da so ein bisschen darüber, dass Maudlo das schinden wollte. So sieht zumindest Doncic das. So, haben wir das auch erledigt? Milo Bartel. Ja, und dazwischen. Hast du gesehen, Saint? Von Doncic, also Deutschland. Bleibt im Ballbesitz. Knapp vor Vollzeit nachsteuern. Also, Alex, ich weiß nicht, was für eine Rechnung du hast. Aber du. Oder das ist, du meinst das als Spaß wahrscheinlich, ne? Ja, dann will er noch das Foul haben, das bekommt er aber nicht. Und wieder jetzt ganz schnell in die andere Richtung mit Dragic, aber das war dann eben auch ein bisschen überhastet. Fugmann! Spektakulär, Alley-oop Anspiel auf Johannes Vogtmann. Nein, absolut nicht. Per Dank erfolgreich, der Mann. Saint, ich hatte vor, am Freitag habe ich da angerufen. Ich habe da, die haben mir ja ein Schreiben geschickt, ich habe denen ein Schreiben geschickt. Und man hat mir am Freitag versichert, dass wir das klären, dass er das gerne klären möchte und alles gut ist. Und ich habe auch gesagt, bis zum 8.8. bin ich sehr eingespannt. Ich werde jetzt die Woche abwarten. Wenn in dieser Woche er sich nicht meldet, dann werde ich mich nochmal melden. Aber ich glaube, wir kriegen das alles so hin. Ob ich dann wechsle oder nicht, kommt drauf an, wie wir auseinandergehen. Ne? Habe ich mich versehen. Naja, also... Es sind 422 Abonnenten. 422 Abonnenten. 422 mal 5. Ne? Auf der einen Seite, Deutschland findet den Abschluss nicht. Kannst ja ausrechnen. Und oft sind es dann eben diese Fastbreaks, diese Schnellangriffe der Slowenen, die mit sagen wir mal 2.200 Euro, davon 50% weg, sind 1.100 Euro, davon 45% weg steuern. Das bleibt dann übrig, so ungefähr. Von den Subs. Du darfst aber meiner Meinung nach als Streamer auch nicht davon ausgehen, dass du. Ich möchte das gar nicht. Ja, ich finde das super geil, wenn ihr das hier unterstützt. Und ja, im Moment ist das ein großer Teil von dem Geld, was reinkommt. Aber das Ziel ist, dass alles das, was hier reinkommt, ungefähr genau die Summe ist, mindestens die Summe ist, die ich nehme und reinvestiere. Im Moment nehme ich von der Summe, die reinkommt, ungefähr 5-10% und kaufe dafür Preise. Die kriege ich nicht gestellt, ne, sondern die kaufe ich. Damit ihr seht, dass das hier ein Miteinander ist, dass wir alle was davon haben. Und das Ziel ist, dass alles, was hier reinkommt, Subs, Bits und sowas, alles wieder reingepusht wird. Ne? Also sagen wir mal, dass wenn du eine gewisse Größe erreicht hast und du hast 1, 2, 3, 5, 10.000 Euro Einnahme durch Subs, Bits, was weiß ich nicht was, dass alles 1:1 wieder rausgeht in Preisen zum Beispiel. Oder sowas. Ne? Das ist der Plan. Und dass du quasi Geld verdienst durch Partnerschaften, die das feiern und sagen, ey, das ist doch super. Fast auf den Tag genau, vor 29 Jahren, stand Henrik Rödel mit der DBB-Auswahl im Viertel. Du musst doch auch von was leben. Naja, im Moment, wenn Corona einen Vorteil hat, dann das, ich habe ja diesen Gründungszuschuss, ne, der Gründungszuschuss ist berechnet oder errechnet an Höhe von Hartz IV. Ne? Und wer das nicht da, wäre es schon kritisch. Ne?
aber ich brauche auch nicht viel zum Leben. Also alles das, was ihr seht und alles das, was ich mache, ist mit der selbstständig Hilfe, mit der Hilfe da und mit euch entstanden. Ne? Ich glaube aber, du solltest halt nie die Subs nehmen. Also und du musst halt, ich sehe halt Twitch als Unterhalter und Begleiter, ja, bei dem, was du tust. Ne? Also zum Beispiel, wenn es jetzt endlich klappt nächstes Jahr und wir die Arten Games auf die Beine stellen, erwarte ich nicht, dass ich davon Geld verdiene. Aber wenn wir nächstes Jahr die so auf die Beine stellen, dass sie keine Miesen macht und die Leute sehen, wie geil ist denn das hier, wie geil ist denn die Location, das ist so eine cool, das ist quasi eine Art Minigames-Com in cool, plus Musik, plus coole kreative Leute, plus coole Community-Treffen und so, und man das etabliert und das dann ab übernächsten Jahr Kohle abschmeißt, habe ich da kein Problem mit, zum Beispiel. Ne? Also absolut nicht. Null. DJ, mir geht's gut. Das Schlafen war eine Katastrophe. iPhone, Samsung oder Note 10 Zone? 44er Hustensaft. Erstens, was ist das für ein geiler Name, Alter? 44er Hustensaft. Wie kommt man da drauf? Bo, vielen Dank für 1000 Bits. Sag einfach nix, bitte. Wenn noch was da ist, für dein Projekt gerne. Okay, einfach nix, bitte. Ich verstehe die Philosophie von Twitch nicht, dass große Kreatoren Exklusivverträge bekommen und deutlich mehr. Haschnatter verstehe ich auch nicht. Also ich habe übrigens einen Samsung. Ich verstehe es auch nicht. Ich bräuchte... Alex, vielen Dank für 5 geschenkte Subs, vielen Dank. Ich bräuchte keine Unterstützung mehr vom Staat, diese selbstständige Unterstützung, wenn ich auch einen 70-30 oder 80-20 Deal hätte. Ich verstehe das auch nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich 100.000 Euro netto habe, dann gebe ich, kann ich auch 50.000 abgeben, weil es so viel Geld ist. Aber wenn ich 1.000 Euro netto habe, davon 500 abzugeben, ist so viel, ich verstehe das auch nicht. Und ich hatte, egal, das ist wahrscheinlich zu intern, aber das ist halt alles nicht so einfach. Ich verstehe die Philosophie auch nicht. Ne, die Großen kriegen 80-20, 70-30, irgendwie sowas. DJ, vielen Dank. Leute, Dankeschön. Merci beaucoup. Danke, Leute. DJ, Alex, Bo, vielen Dank. Und wer hat vorhin gesagt, dass das mit dem Raid nicht klappt? Ich weiß, warum das mit dem Raid nicht geklappt hat. Ich habe da was umgestellt. MB-Dealer. Es ist schön, dass du noch mit mir redest, nachdem ich dich so angeranzt habe. Danke, Mann, für 5 geschenkte Sub. Dankeschön. Der hat einen ganz anderen Prozentsatz als alle anderen, die ich kenne. Ja, es kommt auch drauf an. Dealer, vielen Dank. Es kommt auch drauf an, wie gut du bist mit jemandem bei Twitch. Das ist so, ne? Ich kenne jemanden, da ist einer bei Twitch ein guter Kumpel, der hat von Anfang an 70-30. No questions asked, ne? Aber, wie gesagt, ich kann es eh nicht ändern. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall vor Ende des Jahres da mal eine E-Mail hinschreiben werde mit ein paar Dingen, die ich blöd finde und Kritik üben werde. Ich bewerbe mich seit 30 Monaten für die Startseite, jeden Monat neu. Ich kriege sie nicht, alle anderen kriegen sie ständig.
Ist halt auch scheiße alles. Aber gut. Was machen die da? Kein Problem. Als Erste ziehen sie also in das A-Finale. Rang 2 dann für Cipes und Medewetzki. Das zweite ungarische Boot. Und ein Platz 2. Vielen Dank, Leute, für die ganzen Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist prächtig, das ist toll. Alle drei Boote, die sich hier vorgestellt haben. Der Kleine spielt Fortnite. Ja, wahrscheinlich kommt es denen halt auch drauf an, was du machst und so. Ich glaube, bei mir ist einiges schiefgelaufen und das nicht auf meiner Seite. Und mehr kann und darf ich dazu nicht sagen. Aber ich werde mich dazu äußern. Aber wie gesagt, nochmal. Es sollte keine Rolle dabei spielen, dass man sich auf die Unterstützung von euch verlässt. Dass das dass man das als selbstverständlich ansieht oder so. Ja, DJ, alles klar, danke, weiß ich Bescheid. Ja, die Startseite, da sind welche mit 20.000 Subs, die haben es so nötig. Naja, nicht nur, ne, Bose, aber es gibt eine Möglichkeit für uns, sich dafür zu bewerben und dann sollte es ja fair verteilt sein. Aber ich kenne Leute, die haben sonst im Schnitt 30 bis 50 Zuschauer, die bekommen regelmäßig für einen Tag, für einmal die Woche einen Monat lang, für zweimal die Woche einen Monat lang, für ihre Events die Startseite und haben dann, was weiß ich nicht wie viel, 1000 Zuschauer. Und naja. Der nächste Durchgang. Du sprichst ja sehr gut frei und hast eine tolle Stimme. Schon mal an einen Podcast gedacht. Und was erzähle ich dann da, Alex, auf dem, bei dem Podcast? Vielen Dank übrigens. Was erzähle ich denn da? Ich erzähle doch hier alles. Also du kannst ja auf YouTube, kannst ja auch ohne Bild alles angucken, was wir machen. Ich kann das alles machen. Ne, aber über Podcast finde ich immer so unsinnig, wenn man noch so heutzutage alles aufnehmen kann mit einer Kamera. Und Patreon finde ich irgendwie kacke. Ich habe mir das früher mal angeguckt. Aber ja, ich würde furchtbar gerne eine Fanseite machen. Ich habe mir OnlyFans.com und .de gekauft. OnlyFans, OnlyFans, da? Geil, oder? Ja, habe ich mir gekauft. Da würde ich gerne irgendwie eine Fun-Zusatzseite machen und irgendwie so eine 1-Euro Membership machen. Und da würde ich gerne Zusatzcontent rausknallen. Das würde ich gerne machen. Aber ich weiß nicht, wie das geht, zum Beispiel. Ich weiß, dass PayPal mir jetzt angeboten hat, das zu machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Also wenn die Olympiade vorbei ist, dann gibt es 1-2 Tage frei. Und dann fahre ich nach Asch und spiele Poker. Und danach werde ich mich um ein paar Dinge kümmern. Und allen voran die Arten Games. Alex, moin! Hast du nichts zu tun oder was? Herr Kapinski, einen wunderschönen guten Tag. Die Bartbilder, ich habe ja auch www.bartreiniger. Ne? Bartreiniger. Ach man, man könnte so viel bescheuerte Sachen machen. Ja, aber wie gesagt, also das ist hier halt nichts irgendwie, was innerhalb von einem halben Jahr durch die Decke geht, weil ich habe keine Brüste, ich bin keine 20 mehr und ich spiele kein Fortnite und kein COD. Ne? Und das ist und ich rede normal. Also vielleicht ist das auch noch so manchmal, ne? Für mich lebt dein Stream schon etwas davon, dass du öfter überreagierst. Ich finde überhaupt nicht, dass ich überreagiere. Und zu schreiben No Offense oder Hashtag No Front ist halt genauso, du bist ein großer Wichser. Ey, No Front, ne? Sowas ist halt auch kacke für mich, aber gut. Aber das würde bei Podcasts wegfallen. Warum? Inwiefern? Was würde dann passieren bei Podcasts?
Podcast setze ich mich mit einer Person hin und quatsche über irgendwas, richtig? Man müsste ja irgendetwas finden, was es noch nicht gibt. Ich wüsste nicht, was es noch nicht gibt, Alex. Ich weiß es nicht. Und ich reagiere gar nicht über. Ich lasse mir halt nur nichts gefallen. Wenn Leute sich scheiße benehmen, dann gibt's halt zurück. Ne? Ich finde halt, man muss manche Sachen ansprechen. Ich finde es nicht gut, Sachen nicht anzusprechen. Ne? Wie gestern zum Beispiel. Ich finde diese auch irgendwie, naja, braucht keiner. Ich höre super gerne Leuten zu. Ich weiß es nicht. Eben, das zu finden ist halt. Ja, also zum Beispiel, ne, ich habe in letzter Zeit ganz wenig Stay geguckt. Ich finde Stay zu 50% super, zu 50% scheiße, sage ich, wie es ist. Aber ich glaube, das macht ihn auch aus. Ario, vielen Dank. Magimann, vielen Dank. Nur mal kurz meinen Sub da lassen, werde aber gleich weiter schlafen, Blumen. Schlaf schön, danke schön. Karl zum Beispiel, habe ich auch ganz viel geguckt, im Moment gar nicht. Das liegt aber daran, dass ich da gepennt habe oder jetzt zu der Zeit. Die beiden zusammen machen ja, glaube ich, auch einen Podcast. Die setzen sich halt hin und quatschen. Ne? Wenn du Fan von den beiden bist, feierst du das. Wenn du kein Fan bist, interessiert dich das nicht. Ne? Ansonsten ist es aber wie mit allen. Wenn du jetzt einen Podcast hast und hast eine super geile Idee und quatsch darüber. Wie kriegst du dazu Leute, das zu hören? Karl schaue ich auch weniger, er beleidigt mich immer. Zu Recht! Super gerne Hörspiele. Also was ich zum Beispiel machen würde, wenn wir eine Olli-Fanseite hätten, ich würde eine 1-Euro-Membership nehmen. Natürlich gibt es auch eine 50-Euro-Membership und eine 500-Euro-Membership, ist ja ganz klar. Und würde dafür lesen. Also ich darf vom Florian die Sachen lesen. Ich würde mit dem Florian, mit dem Autor, zusammen die Sachen lesen und würde das da hochladen, zum Beispiel. Seine Bücher vorlesen. Das würde ich. Da hätte ich Bock drauf. Ich würde euch fragen, habt ihr Kurzgeschichten? Habt ihr irgendwie spannende Gruselgeschichten? Habt ihr selber geschrieben? Soll ich die vorlesen? Das würde ich machen. Wenn sie mir gefallen. Sie müssen mir natürlich gefallen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ich habe gar kein Problem damit, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Ne? Ich meine, du musst halt... Ich würde super gerne eine Sendung machen in der Woche, wo ich über Serien und Filme rede. Das würde ich super gerne. Ne? Das würde ich gerne machen. Es gibt ein paar Leute, die sprechen über Serien und Filme auf YouTube, aber ich finde niemanden auf Twitch. Vielleicht könnte man das ja machen und dann als Podcast raushauen zum Beispiel. Ich finde das schon entspannend dabei. Ne? Die Frage ist halt nur, warum sollte irgendjemand sich anhören, was ich von dem Film halte, von dem und so weiter und so fort. Ne? Ganz eingebildet, was ich glaube, ist, weil ich halt ehrlich bin und direkt bin, dass ich Leuten halt erzählen kann, was Sache ist. Ne? Wie zum Beispiel gestern, wie furchtbar die Leute sind, die gestern auf die Polizisten losgegangen sind, die angespuckt, geschlagen haben und dann noch brüllen, wir sind das Volk. Schämen sollten die sich. Ne? Also da wird nichts verschönt. Und dadurch, dass ich schon so oft in der Scheiße gelandet bin, könnte ich mir auch gut vorstellen, Leuten zu erzählen, dass das Leben weitergeht, dass es nicht vorbei ist, wenn mal was schief läuft, auch wenn du selber nicht schuld bist und so. Ne? Die meisten Redner, die meisten Chaka-Leute, ne, die stellen sich halt dahin und erzählen von irgendwas, dass sie glauben, dass es wäre, dass es sein könnte. Und so, ne? Aber das kann ich mir nicht geben, so eine Scheiße, ne? Meistens sind mit einem goldenen Löffel im Arsch aufgewacht und erzählen dann auf irgendeiner Bühne, was du angeblich machen musst, um erfolgreich zu werden. Hier, das ist mein Scheck und so ein Scheiß. Was wäre das Leben ohne Bratwurst und Senf? Tiger Franz. Darauf trinke ich. Oh, sind wir schon bei 55?
Mediathek oder unter sinsadersportstudio.de. Denn jetzt spielt die Musik bei uns. Jetzt zählt es nämlich im Olympiastadion Malaika Mihanyi, die große deutsche Goldhoffnung. Geil. Aus Heidelberg. Geiler Name. Bruce Lee. Ich dachte, wir werden schon bei 55 jetzt. Okay. Norbert König im Olympiastadion. Bruce Lee, geil. Tiger Franz, danke. Maggi Mann, nochmal Dankeschön. Dila, DJ, Alex und Bo, vielen Dank. Den Bart gesehen und sofort followen müssen. Guck mal, der geht bis hier. Gute Sendezeit in den USA. Britney Reese ist mit dabei. Das mag ein Grund sein, aber der Vorkampf, die Qualifikation war ja auch schon am Vormittag. Und da hat man eine Hauptsache, wir springen in Schatten. Das ist definitiv der Fall. Wenn sie denn so früh aufgestanden ist, wie es... Testendo, schlaf schön. Danke, gerne, bitte, dafür nicht. Alles cool. Also, kann losgehen. Mit Malaika Mihambo. Und vorher schauen wir noch ganz schnell auf eine Siegerehrung, denn die erste Medaille für den Deutschen Leichtathletikverband gibt es ja schon. Für Christine Budenz, zweite im Diskuswerfen Winter. Auch sehr geil, ne? Das ist nur eine hochgekämmte Bauchnabelhaare. Ich muss mir das gerade mal vorstellen, das ist ziemlich eklig, Bo. So, hier ist die Frau mit der Silbermedaille. Die können Sie erstmal direkt schon in die Kamera halten. Dann ist es auch selber nochmal glauben, Christine Burenz. Herzlichen Glückwunsch. Erste Belohnung war eine Pizza und jetzt die große Belohnung. Wie war es denn auf dem Podium? Total schön. Also ich habe gestern... Ach, muss das furchtbar sein. Wieso haben die kein Jahr? Was war wegen Raid? Ich hatte das wegen dem Trolltypen ausgestellt. Ich hatte, dass keine Leute mich raiden können, die nicht mit mir befreundet sind oder denen ich folge. Hatte ich ausgestellt. Und jetzt habe ich eingestellt, dass ein Raid irgendwie so und so viele Leute haben muss, 5, damit er angezeigt wird. Das hebelt das andere aus. Jetzt habe ich es wieder angemacht. Also, jetzt müsste es wieder gehen. Is it possible for you to shut the fuck up for 10 seconds? Herbie, sie ist 5 Leute, geht wieder. Jetzt wäre es schön, eine Woche in Tokio zu bleiben, oder? Ja, das wäre wirklich ganz cool, aber und irgendwie freue ich mich jetzt auch auf zu Hause, die Freunde, die Familie. Ja, jetzt bei eigenem Text lesen und denken, du hast recht. Abstand richtig feiern. Dabei viel Spaß und alles Gute. Dankeschön. Herbie, vielen Dank für den Host. Und jetzt schauen wir mal, ob die Freunde und die Familie von Malaika. Fienefell, guten Morgen. Leffenif. Nee, Fienefell, Feinfell, Feinfiel. Moin. Ob sich deine Brusthaare diskriminiert fühlen, weil sie wegen T-Shirt nicht mitmachen dürfen? Was sind das für... Dass ich überhaupt solche Sätze mal vorlese. Hätte man mir damals gesagt in der Schule, Deutsch-LK, dass ich solche Sätze mal vorlese, hätte ich gesagt... Dankeschön übrigens für den Raid, Herbie. Und MythJ, moin. Sharkusa, guten Tag. Ich liebe ja das, ne? Ich werde es vermissen. Mit einem Podcast erreicht man eben auch Leute außerhalb von Twitch. Ario, und genau das ist der einzige Punkt. Das ist der einzige Punkt, um das zu machen. Mal abgesehen vom Erdnüsse brauchen Sonne. Hi. Respekt, Alter. Respekt. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Genau wie YouTube. Ne? Genauso wie du Leute von YouTube auch hierher holst und so. Vollkommen korrekt. Richtig, ganz genau. Der Käfer wollte dich auch raiden, aber gab immer einen Fehler. Ich hab das gerade erst gesehen, dass das noch eingestellt war. Wegen dem Troll-Alarm da und so. Du warst im LK, voll der Bonze. Ich musste immer in der Nublina spielen. Leistungskurs Englisch und Deutsch hatte ich, ja. Und Mathe als drittes und bin vorzensiert gewesen mit 4-. Und das einzige Fach, in dem ich positiv abgewichen, also in dem ich überhaupt abgewichen bin, war Mathe. Ich habe Englisch verkackt, ich habe Deutsch verkackt, ich habe mündlich verkackt,
Und dann Mathe, habe ich überhaupt nichts für getan eigentlich, weil ich mir dachte, das ist eh scheiße. Und da, glaube ich, habe ich eine 2 geschrieben. Und dann musste ich dann in den Abprüfung dann gesagt, hier, scheiß drauf. Kriege ich mein Abi? Ja, wenn Sie in die Nachprüfung, wenn Sie nicht in die Nachprüfung kommen, dann haben Sie 100 Punkte und damit ein Abitur von 3,6. Habe ich gesagt, nehme ich. In Englisch, Deutsch, Mathe habe ich immer voll verkackt. So Kunst, Singen und Klatschen war ich immer super. Atmen. Atmen habe ich immer gut hingekriegt. Rückwärts. Kein Thema. Sehr randlich getroffen, aber 6,83 ist ein sehr, sehr guter Beginn für die Weltmeisterin. Sie hat die Zuversicht wieder gewonnen. Also, im letzten Jahr ja auch noch einen neuen Trainer bekommen, der da oben jetzt steht und geklappt, weil... Aber ich muss auch sagen, das war ja der Erfolgsmacher hinter ihrem WM-Triumph. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung angefangen, die habe ich nach einem Jahr abgebrochen, weil ich mich mit meiner Ausbilderin angelegt habe. Habe mir die Ausbildung als Jahrespraktikum anrechnen lassen, dann konnte ich auf die Fachhochschule studieren gehen. Da brauchtest du irgendwas Praktisches für, das war sehr gut. Ich habe bis, da musste ich natürlich meine Schulergebnisse vorlegen, sonst lassen die dich nicht auf die Fachhochschule. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Schulergebnisse vorlegen musste. Bei egal, was ich gemacht habe in meinem Leben. Völlig wurscht. Ich habe mich eingeschrieben auf der Fachhochschule in Münster, habe direkt 2 Semester Pause gemacht und bin nach Frankreich. Ich habe nicht einmal in meinem Leben, egal für was ich mich vorgestellt habe, egal was ich gemacht habe, mein Zeugnis vorzeigen müssen. Als ich bin Ende 2011 nach Essen gekommen und bin von der Signalart Iduna und Donner und Reuschelbank für ein Finanz- und Versicherungsfachwirtstudium angemeldet worden. Dauer 18 Monate, also irgendwie voll Power. Habe ich bestanden. da hat das auch keiner sehen wollen. Null. Keiner sehen wollen. Du musstest in so Assessment Center und so vorher. Da haben die geguckt, ob du auch noch alle 3 gerade in der Birne hast. Und gut ist. Also, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Übergetreten. Ja. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich musste das seitdem nie wieder vorzeigen. Nie wieder. Keinen interessiert. Ja. Die Bestätigung für Sie. Bei dem Kurs für Elektrotechnik eingeschrieben, die wollten Abi als Grundvoraussetzung haben. Ich voll geknickt, sagt die am Telefon zu mir, aber sie haben doch ein Abi, das gehört zu ihrem Techniker. Ich armer Trottel, wusste nicht mal, dass ich beim Techniker auch gleich ein Abi dazu bekomme. Herbie! Dankeschön. Guten Abend. Ja, das ist halt lustig. Ne? Fake it till you make it. Ich glaube heutzutage, da ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Wahrscheinlich wäre es total easy, irgendwie so ein Zeugnis zu faken. Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das nachprobieren kann. Kann man das im Datenschutz eigentlich nachkontrollieren? Ich rede jetzt nicht, wenn du dich für ein Studium einschreibst. Wenn ich mich jetzt für irgendeinen Job bewerbe und ich nicht gerade einen auf Oberarzt mache oder so. Oh. Ah! Stadion, wo viele Winde durchgehen, wo der Speer dann auch nach oben geht. Sperrwurf. Dann in der Luft lange bleibt. 63 sieht so einfach aus, ne? Ist so schwer. In der Qualifikation, aber... Srr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 
nicht Zeugnisse fälschen. Ich sage euch auch nicht, dass ihr Zeugnisse fälschen sollt, aber wie kann man das heutzutage noch bei den technischen Möglichkeiten auf der einen Seite überprüfen, ob es echt ist, und auf der anderen Seite Datenschutz. Kann ja nicht jeder einfach bei deiner... Ich wüsste aber zum Beispiel auch überhaupt nicht, die hatten... Ich weiß gar nicht, ob die damals das in Computern gespeichert haben. Ich weiß, dass irgendwo meine Abiturklausur noch irgendwo rumliegen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in einem Computer gespeichert haben. Keine Ahnung. Die Ergebnisse. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wer darf die abfragen? Kann da nicht irgendjemand hinkommen und sagen, hör mal zu. Hier, Abi 2000, 2005, was weiß ich, 95, 90. Gib mal die Ergebnisse. Ne? Oder? Kann man das heutzutage? Ich weiß es nicht. Ich hab einen Job gelernt, zwei Jobs, drei Jobs gelernt und habe noch ein paar Skills. Wenn ich irgendwann sage, dass ich gar nichts mehr mit diesem Ganzen hier zu tun haben möchte und ich ziehe mir einen Anzug an, rasiere mir den Bart ab und verkaufe Versicherungen, dann kann ich das auch machen. Und da muss ich auch nichts mehr. Ich habe die Qualifikation. Ich muss da nichts mehr machen. Ob ich das dann noch kann, ist wieder was anderes. Macht auch keinen Sinn, ne? Dann machst du 5 bis 10 Jahre Pause und dann lassen die dich da einfach wieder so einsteigen. Ist auch Quatsch eigentlich, ne? Also grinsen kann sie, die Frau Davis aus den USA. Das musst du halt auch was bringen. Es ist so schade, da sitzen 20 Leutchen, die mitklatschen, ne? Das ist so schade. Stellt euch mal das ganze Stadion vor, wenn alle mitklatschen würden. Das wäre so geil. Ich glaube, das ist eine absolute Scheißidee gewesen, das stattfinden zu lassen. Aber sie freut sich. Ich gönne. Nice. Weltrekord liegt ja noch bei der Deutschen eigentlich? Olympia verschoben wurde bei ihr, denn in 2020 musste sie erstmal diverse Verletzungen aushalten, unter anderem Sprunggelenksverletzungen, Rippenbruch auch, aufgrund eines Sturzes. Und jetzt ist sie wieder mit dabei. Ja, Alex, denke ich auch. 4 Zentimeter verschenkt zum Brett und es sind dann 6,2 Meter. Ein paar Spezialisten gibt es da noch. Und damit aktuell Rang 4 für Tara Davis. Ich wüsste nicht mal, wie ich an... Ich habe kein Abi-Zeugnis. Ich wüsste nicht mal, wie ich an eins komme. Ich weiß, dass man nach, ich glaube, so und so vielen Jahren kann man sich seine Abiturprüfung geben lassen. Die müssen irgendwo aufbewahrt werden und dann kannst du dir die geben lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann das so ist. Wenn ich wirklich ein Abiturzeugnis von mir brauchen würde, dann müsste ich nach Münster fahren. Zu meinem Gymnasium. Was ist denn, wenn das Gymnasium schließt? Zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das noch Geschwister-Scholl-Gymnasium heißt. Früher hieß es Gymnasium Kinderhaus. Was machen denn Leute zum Beispiel? Was ist, wenn jetzt zum Beispiel ich komme da hin und das Ding ist geschlossen? Glaube ich nicht, aber man stelle sich das vor. Und dann? Das sind natürlich fantastische Weiten, die sie beinahe erreicht hätte in Doha. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich würde da anrufen und sagen, wie komme ich in ein Abiturzeugnis? Wahrscheinlich würden die mir das dann sagen. Ich kann ja nicht der Einzige sein, aber... Skitty, moin! Dass ich zum Leberkäse nicht mehr mit einem... Alles gut, Skitty. Und der Weltrekord aus demselben Jahr von Galina Tschistiakova, einer der ältesten der Leichtathletik mit 7 Metern... Kannst du noch etwas näher zur Kammer kommen, wenn du eine Frage stellst? 1988 genau. Zur Kammer kommen. Maike Drexler ja immer noch auf Position 3 dieser All-Time-Ranking-List mit ihren 7,48 Meter aus dem Jahr 92 in Lausanne. Ja, Klinkenputzer. Was? Ist es nicht, dass es verpflichtet ist, 50 Jahre aufzubewahren, Schulbehörde? Ich habe keine Ahnung. Spanovic und Bert Romanchuk, die verwechsel ich deswegen auch immer. Wir sind im zweiten Durchgang. Nein, noch im ersten. Kadixania, die Schwedin. Kamera, Cam. Außenseiterin hier, müssen wir klar sagen. Schweden. Kannst du noch etwas näher? Klingenputzer, was ist los? Die Bestweite ist mal über 7 Meter gesprungen.
er sie ist, es zur Kamera kommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Dann musst du dein Abi neu machen. Genau. Hatte mich beworben als Katalogisierer für die NATO. Ein paar Tage nach der Bewerbung erhielt ich einen Anruf mit der Bitte, dass sie mein schulisches Abschlusszeugnis brauchen. Ist zwar erst 17 Jahre her, aber nun ja, überrascht war ich. Verstehe ich auch nicht. Zensurenlisten, Zeugnisentwürfe und Prüfungsergebnisse müssen 40 Jahre aufbewahrt werden. Ja, okay. Dann muss es ja irgendwo rumliegen, ne? Wie gesagt, bis auf eine Sache habe ich alle Jobs, alles das, was ich wollte in meinem Leben, wofür ich mich beworben habe, habe ich bekommen. Und ich musste nicht ein einziges Mal haben die sich wirklich die Sachen angeguckt. Jedes Mal, wenn ich mich für irgendwas beworben habe oder etwas wollte, und die Sache, die ich nicht bekommen habe, war auch nicht persönlich. Das war immer persönlich. Ich bin da immer vorstellig geworden und habe mit den Leuten geredet. Ich habe mich vorher informiert. Ich hatte immer unheimlich Spaß. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und ich glaube, das haben die Leute immer gesehen und das war denen scheißegal. Dann, ob und was da rumlag, ob welche Noten da drin waren und so. Das war denen total egal. Und das, wo ich nicht genommen worden bin, habe ich mich beworben für die Drehbuch- und Regieschule in Köln. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das fand ich damals schon scheiße. Das war nur schriftlich. Das musstest du alles schriftlich machen. Und ich habe auch dazu geschrieben irgendwo, dass ich das total schade finde, dass man nicht erklären kann, was man wie wo meint und so. Und da bin ich nicht genommen worden. Ansonsten überall, wo ich mich, bei allem. Britney Reese, 660, im ersten Versuch, 34 Jahre inzwischen alt. Und sie sagt, das werden vielleicht ihre letzten Olympischen Spiele sein, definitiv dann. Vielleicht hört sie auch auf danach. Zweiter Versuch von ihr. Ansprungtechnik schon erwähnt, Peter, vorhin im ersten Versuch. Ich hätte gedacht, dass ich in meinem Leben noch sehe, wie eine Frau über 8 Meter springt und ein Mann über 10. Hätte ich gedacht. Aber ich glaube echt, dass der Weitsprung-Weltrekord, also ich glaube, da sind so Grenzen halt irgendwie, ne? Das dauert wahrscheinlich so noch 500 Jahre, bis da irgendjemand was macht, oder? Krass, hätte ich nicht gedacht. Hab mit 15 meine Lehre angefangen, die 40 Jahre sind rum, Alter, mach keinen Scheiß. Dann müsstest du 55 sein und das glaube ich bist du nicht, da hast du recht. Das ist eigentlich ein Feld der routinierten Weitspringer. Alle schon erfahren. Es gibt die Jüngste, ist 22 Jahre alt. Und Brooke Stratton hier, die aus läuft der Nakano noch? 20, 7, um 4 Uhr geht's weiter. Ein Jahr danach. Wasserspringen. Handball, Frankreich, Bahrain. Aber mit 6,60 Meter ist auch vorbei. Super. Die Qualifikation überstanden hat. By the way, meine Bastelwelt. Luzolo oder Luzolo. Danke für den Follow. Knapp gescheitert daran. Und wurde nur 15. mit 6,54. Wird ja wohl Frankreich gewonnen haben gegen Bahrain, oder? Muss ich direkt mal abchecken. Hätte mehr sein können, aber nicht mehr. Nein, das könnte eine sein, die hier sich nach 3 Durchgängen verabschiedet. Obwohl auch sie in diesem Jahr schon 6,84 Meter gesprungen ist. 42:28. Um 6.15 Uhr Schweden gegen Spanien. Das wird schon ein Knaller. 10 Uhr, Dänemark gegen Norwegen. Oberknaller. Also die beiden Partien sind schon knallhart. Und wir haben eigentlich Glück. Deutschland gegen Ägypten um 14:45. Das Halbfinale riecht. Ich weiß noch nicht, gegen wen wir dann müssen. Ich schätze mal gegen Dänemark. Bei uns macht der Real zu, da kostet das Hubble-Pack 49 Cent. Würde welche kaufen, wenn du magst, schick mir ein Passwort. Du, Skitty, meine Mutter hat einen Sack voll Haribo. Bei uns
hat auch einer dich gemacht, hat meine Mutter einen Sack voll gekauft. Vielen Dank für das Angebot, ich weiß das zu schätzen, aber ich bin gut. Auch sehr schneller Anlauf, sehr routiniert, ihre vierten Olympischen Spiele und auch der ging Richtung 7 Meter. Gültig ist er. Also sie arbeitet sich in diesen Wettkampf rein und da bin ich gespannt, was dann gleich Malaika Miyambo hier zustande bringt. Die kann, wenn eben alles optimal zusammenpasst, aus ihren 20 Schritten aus Spanowitsch da ein bisschen getippelt vor dem Brett, nicht allzu viel verschenkt. Dann hier die Konkurrenz schocken Malaika Miyambo dann im zweiten Versuch. Wir warten immer noch auf die Weite von Spanowitsch. 6,91 Meter habe ich gesehen, im Computer noch nicht, aber drüben auf der Anzeigetafel. Das bedeutet, dass sie sich nach vorne schiebt auf Platz 2 hinter Brome, Nigeria. Und das ist jetzt etwas, was auch Malaika Miyambo in ihrem zweiten Versuch angehen muss, die ja von sich behauptet, dass sie sich beim Saisonhöhepunkt auf den Punkt immer konzentrieren kann. Sie wäre jetzt die Nächste. Was ist bisher spannend. Weitsprung. Spannend. Angelegenheit hier. Das ist schon mal klar. 4, 5 Kandidatinnen. Ja, man hat natürlich nicht die Unterstützung wie in einem vollen Stadion, aber ich verstehe auch nicht, warum die das nicht jetzt einspielen mal oder so. Weißt du, wenn sie schon, wenn da schon niemand ist, dann kann man das doch einspielen. Ein bisschen Klatschen einspielen. Das können ja sogar die Wrestling-Leute. Tokio verlassen, zweiter Versuch jetzt. Rhythmus ist gut, Sprung ist gut und Weite ist auch gut. Weite ist auch gut im Bereich von Brome. Also, aufgebaut auf den 6,83 im ersten läuft bisher alles. 6,95, Platz 2. 2 cm hinter der Nigerianerin. 4 cm vor Spanovic, der Serbin. Das kann ja wirklich ein super spannender Weg. Spannend. Damals auch nicht, ich durfte mir 15. Ich hatte es drauf. Stehe ich zu 20 mit diesem Monat nicht weh. Ich denke, es zeigt doch wenigstens keine, dürfte es nicht. Ich denke, es zeigt doch wenigstens kleine Höhepunkte oder dürfte es. Was? 6 cm zwischen Platz 1 und Platz 3. Brome, Miyambo und Spanovic. Und ein paar andere, die kommen ja noch. Die kann jetzt, nachdem sie gesehen hat, was ihre Konkurrentinnen jetzt im zweiten Durchgang zu leisten imstande waren, nochmal eine aufpacken. Ihr seht, Brome. Ich mag die, die ist cool. Auf den einen Zauberritter unterwegs in dieser Saison. Geil. Also die Zubringerwerte, die stimmen bei ihr. So, jetzt ist im Rhythmus drin, Kopf geht hoch. Oh. Nee. Immer kürzer. Aber schönes Ding jetzt, ne? So, jetzt stell dir vor, jetzt kommt ein Cut und dann steht da ein Typ, der jetzt eine Frau ist und der springt halt locker 8 Meter. Und 8 Meter, ich weiß nicht, ich glaube 8,60 Meter ist, also 8 Meter ist, glaube ich, die Quali gewesen. Ne? Oder 7,90 Meter war die Quali, glaube ich. Ne? Wenn also jetzt ein umoperierter Mann, also eine Frau, also ne? Ihr wisst schon, was ich meine, da dann springen kann, ist das halt aus dem ist das witzlos. Ne? Deswegen einfach zu sagen, das ist so Giraffe oder Giraffenfell oder danke. Giraffefell, danke. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Also es hat noch nicht einer die 7 Meter übersprungen von den Mädels. Es ist das olympische Finale, da starten gerade die Weltbesten. Und ihr könnt ja mal gucken, im Ergebnis vom Weitsprung der Männer irgendwie, das wäre dann halt witzlos. Ne? Also einfach zu sagen, naja, Frau ist Frau, egal ob umoperiert oder nicht, ist schwierig. Ne? Und da haben wir, glaube ich, im Zwischenstädt ihren Ehemann gesehen. Michailo. Das rechte Knie getaped. Übergetreten, oder? Ja, ich sprach's an, sie hat übergetreten. Teilweise gute Weiten zwischen 6,80 und 6,90. Was hat da gepfiffen? Was? Die
diesem Jahr auch noch nicht ganz so weit gekommen. Ein Bekannter hat gefordert, dass Transgender-Frauen bei den Paralympics antreten wollen. Ziemlich wilde Aussage. Sie sind ja nicht behindert, ne? Also. In die Grube setzen kann. Nur weil du Transgender bist, bist du ja nicht behindert. Ne? Das weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann. Nee, also ich würde sagen, das ist nicht richtig. Ne? Aber wenn das der einzige Grund ist, der Aufwand, den man betreiben müsste, um Transgender oder Spiele oder zu organisieren, dann müssen sie das halt machen. Ne? Ich glaube, die Paralympics sind ja kleiner als die Olympiade. Ne? Wenn man jetzt, vielleicht meinte der Streamer das so, dass gleichzeitig mit den Paralympics eine Spiele stattfinden können für Transgender-Leute. Ne? Dass man dazu dann halt nicht extra noch was machen muss. Die Olympiade ist eh schon vollgepackt, dann ist eine Pause, dann kommen die Paralympics und die Transgender-Games zusammen. Ne? Nicht geschafft und hoffe mal, dass das Marina Bech-Romanschuk, die zwar jetzt keine wir machen auch viele andere Sachen, ne? Im Moment ist halt Olympiade, wir gucken Olympiade und quatschen, ne? Wenn das vorbei ist, gibt es erstmal ein, zwei Tage Pause, dann fahre ich zum Beispiel nach Asch und dann werde ich euch mal gucken, was ich euch alles so vom Pokern zeigen kann. Und dann gibt es ganz viele Sachen. Wenn du fragen willst, ob ich zocke, das kann ich im Moment nicht, weil ich einen neuen Rechner brauche. Und PlayStation kann ich nicht, aber das will ich gerne mal ausprobieren. Und da unten liegt eine Oculus, die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Oh, das juckt doch nun wirklich überhaupt niemanden. Kein Schwein juckt das. Das hier geworden. Gerade Doncic hat mit einigen deutschen Spielern ja bestimmt heute keine größere Verabredung mehr in Tokio zum Essen. Also mit Nils Giffey, mit Moritz Wagner aneinander geraten. Yoshiko Saigu also nochmal mit der Sirene. Also wir werden eine Gamescom, wir haben das schon gemacht, 18 und 19 eine Mini-Gamescom organisiert, das machen wir nächstes Jahr wieder. Musste leider wieder verschoben werden wegen Corona, das machen wir auch. Ne? Weshalb gibt es bei Schach oder Ähnlichem immer noch Männer weiblich? Hast du da eine Meinung? Weiß ich nicht. Was ist denn oder ähnlich? Gibt es beim Schach männlich weiblich? Weiß ich gar nicht. Weltklasse-Leistung, ne? Von Luka Doncic, auch wenn sie nicht so auffällig ist. Der PC ist zu alt. Der PC ist von 2016, Ende 2016. Und packt es einfach nicht mehr. Also ich kann nicht streamen und zocken. Geht nicht. Der meisten Macht bei den Slowenen ist Zoran Dragic mit 17. Auf deutscher Seite Mauro Loh mit 11. Der musste eben einmal raus mit einer kleinen Platzwunde. Der hat beim Dribbling, beim Spielaufbau, hat er einen Kopfstoß bekommen, hat sich dann beschwert und statt des Foulpfiffs hat er noch ein technisches Foul obendrauf bekommen. Hier ist einmal die Einblendung der Top 10 in Sachen Scoring bei diesem. Mach das doch weg, interessiert doch niemanden, ehrlich nicht. Also mich interessiert's nicht. Oh Mann, ey, ehrlich. Als ob die wirklich glauben, dass wir eine Chance haben. Im Basketball. Und dafür verpassen wir den Endkampf der Mädels. Peinlich. Was haben wir gelernt? ARD und ZDF völlig unfähig, was ihre App angeht, Organisation und so weiter. Völlig unfähig. Und das Regiemanagement beim Hauptchannel ist eine absolute Katastrophe. Die GEZ-Diskussion haben wir in den ersten 5 Tagen 78 Stunden geführt. Brauchen wir nicht mehr. Ah. Ist so, kommt aber wieder. Was, Giti? Wie lange hast du gebraucht, bis dein Bart so lang ist? 4 Jahre ungefähr, ein bisschen länger, aber mit Abschneiden zwischendurch, ne? Und der ist, also, es geht hier unten ja noch weiter, ne? Also, bis da. Jasmine, sorry, das ist ohne Gültigkeit.
Meine Frage zum letzten Mal: Wo war der verlorene Haargummi? Hast du genug oder muss der Stream dir welche schicken? Ich muss, die gehen halt immer irgendwann kaputt. Ich muss mir irgendwann wieder neue kaufen, aber ich habe genug noch. Ich finde diese Weitsprungnummer sowieso total geil. Aber bei den Mädels sieht das total grazil aus, finde ich. Irgendwie, ich weiß nicht warum, finde ich total cool. Mega. Die sich auch verbessert. So wie es aussieht. 6,58 Meter, der ist der Achte. Vor ihr. Verstehst du heute echt keinen Spaß? Was ist los, Gitti? Ist doch alles super. Du musst irgendwie, also, wenn ihr irgendwie einen Spaß macht oder so, da steht doch ganz normal, meine Frage zum letzten Mal, wo war der verlorene Haargummi? Hast du genug oder musst du der Stream welche schicken? Daraufhin antworte ich, ich weiß nicht mehr, was du meinst, wann ich ein Haargummi verloren habe. Ich habe noch genug, ja, die gehen kaputt und dann muss ich mir neue kaufen. Und nein, ihr müsst mir keine schicken. Was war darin denn jetzt so verletzend, dass du schreibst, ich verstehe halt echt keinen Spaß? Wo Chat, kann man daraus Spaß lesen irgendwie? Steht da irgendwo Haha, Grins, Kappa, Aber du verstehst anscheinend, also, ne? Ich sag nichts mehr. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr die kompletten Nächte machen. Leute sind total unentspannt, ne? Das war zwei Nächte lang echt schlimm. Da kam ständig irgendwie sowas. Und die Leute waren total unentspannt. Du verstehst halt keinen Spaß. Woher soll ich wissen, dass das Spaß ist? Ich lese das doch nur. Ich tippe das da nicht ein. Dann waren die Leute total betrunken zwischendurch und so. Total unentspannt. Und haben mich dann beleidigt. Dann habe ich einen 10 Minuten Timeout gegeben. Und dann kam sogar am nächsten Tag, danke für den Timeout und entschuldige, ich war, ne? Ja, aber warum? Bo, aber es ist doch geil, oder? Da muss ich mir jetzt sagen lassen, du verstehst halt echt keinen Spaß, ne? War ich schlecht drauf? Irgendwie? War ich schlecht drauf? Hatte ich schlechte Laune? Nein, oder? Und trotzdem musst du dir noch sowas anhören. Verstehe ich nicht. Ich bekomme das nie hin, ihn so wachsen zu lassen. Bei mir juckt der immer so extrem. Giraffe, das dachte ich auch. Und dann habe ich einfach mal wachsen lassen und dann war es gar nicht so. Ich habe Freitag oder Samstag Haargummis für meinen Bart bei Teddy mitgenommen. Direkt am ersten Tag haben sich 3 von 10 aufgelöst. Top-Qualität, kenne ich. Jetzt kommt wieder Bottleneck, genau. Ist Chat, Olli, geschrieben, das klingt immer anders, als es gemeint ist, ja? Nee, du hattest ihn aber selbst gefunden und hey, so kommt's falsch. Ich mach erstmal. Alter, Skitty, du musst... Leg dich mal hin. Er bringt sie weit nach vorne. Nämlich auf Platz 1 mit 6,97 Meter. Aufgrund des besseren zweiten Versuchs. Und es ist halt auch so ein Ding, ne, Skitty. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal zugeschaut hast. Ich weiß nicht mal, wann ich ein Haargummi irgendwo liegen hatte. Wenn du vor 4 Wochen das letzte Mal reingeguckt hast, alles gut übrigens. Und da kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Ne? Ganz schön viel gestreamt in der Zwischenzeit, ganz schön viel passiert in der Zwischenzeit. 200 Meter. Wann es mal wieder einen Usain Bolt geben wird, ha?
ich glaube ja, Usain Bolt mit ein bisschen Training könnte immer noch mithalten. Ja, Giraffe, das ist vollkommen richtig. Aber ne? Und trotzdem musst du dir noch einen Spruch drücken lassen. Ne? Du verstehst heute echt keinen Spaß, ne? Woher soll ich wissen, dass da Spaß ist? Weiß ich doch nicht. Skiti, schlaf schön. Ach, jetzt schaltet ihr wieder zurück. Junge, Junge. Ist doch gut, Skiti. Alles gut. Ich mochte deinen Rollerstream. Ich auch. Aber hast du mal rausgeguckt? Vor allen Dingen, wenn mein Case hinten nicht dicht ist, da liegt mein Helm drin, kann ich mir direkt einen neuen Helm kaufen. Aber ja, wenn das Wetter wenigstens einigermaßen so wäre, dass man sich darauf verlassen könnte. Ja? Nur einigermaßen. Ne? Sich dann was einfallen lassen, dass das nicht passiert und sie als wohlweislich nur vorne dran macht, dann kann es nicht noch einmal passieren, dass die Startnummer da einen Abdruck hinterlässt. 6,84, tolle Serie, kann sie sich nichts dafür kaufen, aber jetzt dritter Versuch und bei Malaika Miyabo ist der dritte ja immer ein besonders guter. Hier in Tokio der dritte Versuch, der beste. Skiti, mach's gut. 1,98 Meter, dann in Doha. 7,30 Meter, auch das war der dritte Versuch. Und Hume Tiger hat da schon rum und wartet, was jetzt Malaika Miyabo macht. Dasselbe Ritual wie vorhin, animiert die Leute, hier sind sie zu unterstützen, das braucht sie auch. Diejenige, die sich so gut konzentrieren kann, mental extrem stark. Dritter Versuch, Malaika Miyabo. Richtig schnell anlaufen, groß bleiben, das Brett treffen. Das ist ein Zielspringen von denen da vorne. Um die 7 Meter gültig ist er. Dein Olli-Schriftzug habe ich übrigens auch vektorisiert und geglättet. Hat nur noch keine Farbe. Aber man kann ihn jetzt so groß ziehen, wie man will, ohne dass es Pixel... Voll getroffen. Okay. 6,78, 6,83, 6,95, 6,98. Glaube ich nicht, Alex. Ich übe gerade jeden Tag fleißig mit einer neuen Grafiksoftware, um von den Adobe-Programmen komplett wegzukommen. Bo, cool, Bo, vielen Dank. Also derzeit vier Springerinnen ganz weit vorne. Und was hab ich davon? Ich habe da auch so ein paar Ideen. Wenn wir den Roller zu dir bringen irgendwie, dann können wir ja mal über ein paar so Sachen quatschen, Alter. Ne? Sie weiß, was sie falsch gemacht hat. Der Trainer hat es nochmal bestätigt. Wurde knapp und jetzt. So, also. Um 9:30 kommt meine Ma zum Frühstück. Dann werde ich jetzt nur eine Kleinigkeit essen. Das esse ich dann mal. Jetzt gleich weit, aber besser zweiter Versuch. Schon fünfte, einen Rang hinter Malaika Miyabo damals in Rio. Da war sie 21, damals sie 20 sogar. Ne? Wir haben wohl auch noch in der Entwicklung. Das sind jetzt die bestimmten Weitspringerinnen fünf Jahre danach. Geil. Das ist normal, ne? Roma sehr gläubig übrigens. Ihr Ziel immer.
Durch die Gnade Gottes werde sie eine Medaille gewinnen. Also, sie will auf jeden Fall um hier Gold. Ah, okay, Bo. Mega. Big Smoke sehr gerne. So, jetzt. Weißt du, wo die Truhe ist? Nimm dir eins. Big Smoke. Und die muss nämlich jetzt hier zumindest 6,67 Meter springen. Ich möchte dir etwas sagen. Und die Regie aus Sanja kurz rüber geschwenkt. Guter Versuch. Gütig ist er, und das ist schon mal wichtig. Und vor allem ist ohne, dass es falsch rüberkommt und ich jetzt jemandem auf die Füße trete. Und er ist definitiv alter als 6,67. Ich habe zugeschaut, als jemand deinen Channel bewertet hat. Ich kann denjenigen nicht bewerten. Ich kann dir nur sagen, hör darauf, was für dich richtig ist. 9 cm zwischen Platz 1, zwischen Gold und Platz 5. Bitte. 14 cm bis zur 6. Also. Ich fand das super, wie das aussah. Das bist du. Ich fand das total geil. Jeder soll eigentlich das so machen, wie er will. Bitte, 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 hör auf dich. Und nicht auf irgendwelche Leute. Ich habe es gestern schon mal gesagt. Ich sage das heute nochmal. Also, manchmal frage ich, was Menschen glauben, dass sie das Recht haben, irgendwelche Zahlen oder Dinge zu analysieren von irgendwelchen Leuten. Big Smoke, ohne Scheiß. Ohne Mist, Alter. Ich habe mir das angeguckt, alles, komplett. Ich muss Kritik an dich. Frag doch einfach alle möglichen Leute aus deinem Umfeld. Frag deine Zuschauer. Ne? Und dann frag, was denen gefällt, was denen nicht gefällt. Aber im Endeffekt ist es immer noch deins. Guck dir mal manche Leute an und deren Hintergrund und deren Vergangenheit und deren Zahlen, mein Lieber. Jetzt machen sie wieder diesen Scheiß da an. Ohne Witz. Es gibt Menschen, mit welchem Recht nehmen die raus, irgendwas zu beurteilen. Ich habe gestern auch gesagt, da kann man 15 Mal sagen, ist nur meine Meinung. Aber beeinflussen möchtest du die Leute schon. Verschieb das dahin, mach das da so. Nein, Mann. Nein, Mann. Mach das so, wie du willst. Guck dir mal meine Panels an. Guck dir mal meinen Scheiß hier an. Also, ich urteile da nicht rüber. Also, jeder soll machen, was er will. Wenn jemand über andere Kanäle urteilen will, soll er das machen. Ich kriege eine Krise dabei. Was nimmt, also, wenn eine Person, die über andere Dinge urteilt, jahrelange Erfahrung hat, 5000 Zuschauer hat, ein gemachter Mann ist und genau weiß, wovon er redet. Wenn ich beim Sebastian Vettel einen Formel-1-Kurs machen kann, ist da was dran, würde ich sagen. Ne? Aber beim Max Schmidt, 45, aus Wanne-Eickel, der mir erzählen will, wie das funktioniert. Und dann auch noch Fehler macht beim Analysieren deiner Zahlen. Ja, es sind Fehler gemacht worden. Aber egal. Alter, Twitch-Tracker angucken? Really? Leute, generell, nicht nur für Big Smoke. Ich habe es durch Zufall gesehen. Und ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert, dass Leute in meiner Kanalgröße sich hinsetzen und anderen Leuten erzählen wollen, wie die Zahlen zustande kommen, auf was man achten muss, wie der Kanal aufgebaut ist und so weiter und so fort. Ich bin erschüttert. Ich und Onkel Pippi, wir verstehen uns sehr gut. Ich habe Onkel Pippi direkt am Anfang gesagt, als er da diese Channel-Nummer gemacht hat,
erstens musst du den Leuten immer sagen, dass das nur deine Meinung ist. Und zweitens, ich wäre echt vorsichtig. Das ist echt schwierig. Ne? Leute wollen lechzen nach Tipps, was man machen kann. Ich kann euch Techniktipps geben, wenn ihr nicht viel Geld habt, wie ich. Wie man was machen kann, wie man was umsetzen kann. Das kann ich machen, ja. Ich kann auch, wenn ihr fragt, wie bist du auf die Idee gekommen oder warum wolltest du das machen oder so, kann ich euch das auch sagen. Aber ob das für euch funktioniert oder ob das für euch richtig ist, weiß ich nicht. Finde raus, wie es für dich am besten ist, wie es dir gefällt und so. Alles super. Aber ohne Scheiß. Findet erstmal überhaupt raus, ob ihr Bock habt zu streamen. So. Ja. Wenn ihr rausgefunden habt, dass ihr Bock habt zu streamen, dann probiert's aus. Und ansonsten finde ich es ganz schön schwierig, wenn Leute sich irgendwie das Recht rausnehmen, über irgendwas zu urteilen. Über irgendwas zu urteilen. Big, alles das. Jede scheiß Anordnung, warum der Donation-Button da ist oder da ist oder da ist, bist du. Stuber. Fertig. Und lass dir nichts erzählen von angeblichen Verträgen. Ich habe Sachen gehört in letzter Zeit auf Kanälen, bei denen jemand behauptet, dass er Partnerverträge hat vorgelegt bekommen mit irgendwelchen Klauseln. Da habe ich noch nie was von gehört, Alter. Noch nie. Mit allem nötigen Respekt. Da muss man gegen. Ja, wir haben doch im Moment eh. Im Moment sind doch so viele Leute dagegen. Ich bin dagegen. Da bin ich gegen. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Ich muss gar nichts da einblenden. Ja, es gibt gewisse Forderungen, bla bla bla, aber viele Sachen, die da gesagt worden sind, sind Quark. Und wenn man denen das wirklich, wenn man Leuten das so angeboten hat, dann müssen die Leute sich hinterfragen, die sowas angeboten bekommen. Ey, ich habe so viel geredet, das ist mein Eis voll weich. Ich würde normalerweise Big Smoke gar nichts dazu sagen. Ja? Aber es warst halt du. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass wenn du hier reinkommst, ich da auf jeden Fall was zu sage. Wohl wissend, dass das wahrscheinlich auf einer anderen Stelle nicht gut ankommt, aber ich finde das einfach... Jeder soll machen, was er will. Aber es gibt Leute, die sagen, was ich hier mache, ist scheiße. Und das ist Kacke und du stehst doch nur da, frisst und guckst Sport und laberst nur. Richtig, richtig, korrekt, richtig. Aber ich urteile dabei über niemanden von euch. Und deswegen darf ich auch sagen, dass ich das völlig, völlig überzogen finde, was da abläuft. Mit allem nötigen Respekt. Das musst du auch raus jetzt. Ich mach mir auch keine Freunde irgendwie, ne? Aber nur eine der nächsten drei Werferinnen darf weiter werfen als Christine Husson mit 61,68 Meter. Dampfer, moin! Lowly, vielen Dank. Jehova, Jehova. Big Smoke, dass du bei deiner Größe überhaupt Verträge hast. Wie geil, oder? Wie geil. Ich kenne Leute, die über andere Kanäle urteilen, die haben keine Verträge wie du. Glaube ich. Ich habe keine. Big Smoke. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen
bei Respawn, ne? Bei der Agentur von Basti. Bin ich saustolz drauf, wenn man sich anguckt, wer alles dabei ist und wer gerade aufgenommen worden ist und so. Dass der mich noch aufgenommen hat, finde ich total, ist für mich voll die Ehre. Und mal gucken, was sich dadurch entwickelt. Aber stand gerade eben, ich habe nichts Schriftliches. Respawn ist die Firma von Ben. Der Ben ist gerade mal für 3 Monate raus und gibt sich eine komplette Auszeit. Der Ben hat seine Firma gegründet zum gleichen Zeitpunkt, hier mit Pullis und so, wie ich meinen Channel geöffnet habe. Elgato ist, habe ich auch nichts Schriftliches, aber da werden wir demnächst ein paar Sachen machen und da bin ich total stolz drauf. Und ich nutze Elgato seit Anfang an, ich habe nie Probleme mit denen, stehe ich voll hinter, feiere ich brutal. Triebwerk, kein schriftlicher Vertrag, ich werde diesen Monat nicht mal eine Rechnung an die stellen, weil halt nicht so viel verkauft worden ist und da sollen die mir das zahlen, was sie meinen. So ist das, so ein Knick-Knack-Ding irgendwie. Ist halt so. Ich bin halt kein Riesenkanal und da gibt es halt Monate, da verkauft wird ganz viel über meinen Channel verkauft, manchmal nicht. Und je nachdem werde ich ihm einfach schreiben und sagen, ey, überweis mir das, was du meinst, was fair ist. Fertig. Loot Chest ist zum gleichen Zeitpunkt gegründet worden wie Respawn und mein Channel. Die Jungs kenne ich. Wir kriegen jeden Monat eine Box geschickt. In jedem dritten Channel kannst du irgendwie so und so viel Prozent haben. Will ich gar nicht. Ich sage euch, ihr könnt den Inhalt bei mir gewinnen. Jedes Mal Mitte des Monats. Und kauft euch gefälligst für den richtigen Preis. Das haben die sich verdient. Nicht für 15% billiger. Und ja, Big Smoke, ich weiß, auch du hast ein Panel mit Loot Chest für 15% billiger oder so. Ich würde es wegnehmen und würde den Leuten sagen, der Laden ist geil, kauft gefälligst für den richtigen Preis. Mach einen mega Job. Loki, moin! Ben, unser Respawn-Ben. Ja, der ist jetzt ein paar Monate raus, 2, 3. Hat das mit dem Auto geklappt? Ich habe es mir angeguckt, aber ist nicht meins. Er wollte da 1,7 haben und ich, bin am Überlegen, ob ich nicht irgendwie das Doppelte drauflege und dafür, das ist so ein Unterschied, was du für 1,5 und für 3,5, 4.000 Euro kriegst. Dann brauchen wir ja noch einen kleinen Wohnwagen, den wir fertig bauen können, ne? Brauchen wir auch noch. Wenn wir ein rollendes Studio wollen. Ja, aber falls der Big Smoke noch da ist, dann hast du mehr schriftliche Verträge als ich. Siehst du? Also, hast du mehr richtig gemacht als ich. Und dann soll dir irgendjemand was erzählen, wie dein Kanal aussehen soll oder so. Ah. Das war nichts. Schade. Ah ja, weißt du, aber das ist so ein Ding. Das ist so ein Unterschied. Ob 1.500 Euro oder 3.000, ob 1.700 Euro oder 4.000, ist so ein Unterschied. Wirklich wahr. Am liebsten würde ich mir ein Auto leasen. Aber das kann ich nicht. Weil ich ein armes Schwein bin, der immer noch zwar beendete, aber Dinge bei der Schufa stehen hat und das langt denen ja. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben noch irgendwas finanzieren kann. Egal, wie es läuft. Kannst du einfach vergessen. Dazu ist Deutschland einfach zu scheiße. Jays Welt, moin. Heyo. Alles super. Total beschissen gepennt. 3 Stunden und 3-mal aufgemacht. Deswegen geht's auch gleich nochmal eine Runde pennen. Und 9.30 Uhr ist Muttern da mit Frühstück. Da kommt dann Olympiade Tag 10b. Dann werden wir frühstücken mit euch, noch ein bisschen quatschen, ein bisschen gucken. Und dann fahren meine Mutter und ich nach Recklinghausen, glaube ich. Und da kriegt meine Mama eine Spritze ins Auge. Wir kriegen eine Spritze ins Auge.
Wenn ich mich jetzt einfach nicht bewege, dann sieht es so aus, als ob das Bild eingefroren wäre, oder? Komm, wir bewegen uns alle nicht, dann sieht es so aus, als wäre das Bild eingefroren. Die Viertplatzierte bislang 4 cm hinter Malaika Miyamoto. Kann ich nicht. Hau ab! Boogie! Ich weiß nicht, ob Werbung ist. The Americans. So you speak English? Really? This is the fucking German stream. Are there commercials right now? We come in peace. Shut up, skinback! Yes, English, really. Are there commercials? I don't know. If the Americans invade Germany, which always is a good thing, by the way. Listen, if America decides to conquer Germany, I'm there with you. Stay with me, stay here. You will always find a place. You're welcome. But no Trump. No Trump. Er redet von offline gehen und wird geradet. Ich rede gar nicht von offline gehen. Ne? War das Geräusch einer Eule? Das ist, was ist denn das? Ich glaube schon. We don't like Trump either. Who likes Trump? Only 74 million Americans who are a bit... Ne? And in such a big country, it's nothing. Through the beaches of Twitch, fuck Trump, jawoll! You're welcome. Dudes, I would love to go to America again. But unfortunately, we are not allowed to do that right now. And I hope that is going to change at least till the end of the year. I don't know. Trump, great for the economy, but wildcard, smiley, I'm a stupid German idiot. But I can tell you that your economy would be as great as it was with any other president. Look what he has created. But I don't want to talk politics with you. It's 5 a.m. in Germany. I honestly have no clue why you're here. And this is a German stream. And I bet my German viewers have no clue what we are talking about. But thank you very much for the follows. Thank you very much for the raid. We as US do not climb Trump. We outvoted him. That's it. And what does he do? He calls it the big lie. This is the best for Germans who are a bit interesting in America and stuff what is going on right there. It's the best soap opera. I cannot believe every time I go to bed, I put on YouTube, what the fuck, Tucker Carlson? I honestly thought about printing myself a t-shirt. Big Heart and Tucker Carlson. No one in Germany knows who Tucker Carlson is. But this is the fact that it's legal in America to talk in public. Such a bullshit is... unbelievable. Honestly, this is fucking unbelievable. And unfortunately, yesterday, our idiots, our vaccine contra guys, idiots, forks, stood up and tried to beat down our police and told everything that it's a lie and there's no COVID and stuff like that. And unfortunately, they also have the right to talk bullshit. There are a lot of people with a big influence who can talk bullshit also in Germany, and we also don't know how to handle them. But I honestly don't know if there's any European country who would allow it to give a fake news channel the power to talk such a bullshit.
Dein Englisch reicht leider nicht aus. Ralf, es tut mir leid und guten Morgen. I'm from the UK, but I watch a lot of American culture. Me too. I'm not from the UK, but I watch a lot of American culture. I love America. I guess for 15 years now, I tried to get a green card. No fucking way. My beard is too great. Or I'm too fat. Perhaps it's that. But the Americans, the average American is my size, I guess. So the freedom of speech is unbelievable. Yeah, I think it's really important. But is it freedom of speech if you, while you're talking, killing people knowingly? You know that you're talking bullshit and that there are a few afraid guys and girls who believe this shit because they are fucking afraid, don't know what to do, and they die because of you and you don't care. Is that freedom of speech? Freedom of speech! Yeah, boy, just what... Yeah, I have to listen to good music again. Our fake news channel is the BBC News. I don't know that. English is not my thing. I love my home country of America, but don't like my government. Krillen, the same here. You're not too fat. In Germany, we have a word for something like this. We call it Schleimer. I don't know the translation. Schleimer, if you say something... Oh, you're so beautiful. You know what I mean? The only guy who threw the government... No, the world is playing monkey. See monkey to praise Germany. I don't get that. I am refreshed to know that you as a German feel the way you do about us. Spartacus, honestly, I've been 28 times to America. I fucking love America. I still believe that it's the greatest country. It was the greatest country in the world, and it can be. And I, who said that? In which television series? Huh? I've seen it. I loved it. Newsroom? Was it called Newsroom? I don't know. But these first 8 minutes are epic. Fucking epic. Epic. I think if the spirit comes back to America and the Trumpism is going away, I still think that I am going to die in America because I love it. To translate and read, I was surprised too late. Yeah, in fact, the German viewers are right now. Come on, Olli, fuck yourself. Please speak German. Ich versuch doch nur nett zu sein, Leute. Was ist denn los mit euch? Rainer replied, ja, okay. But it's a funny thing. I'm streaming now, I guess, since 4 years, and I always thought about doing one show in a month in English for American people who have questions, for example, about Germany or stuff like that. And I always love it if something like this is happening. And my German guys, I am so sorry. Eh? Please. Thank you for the follow. Most interesting thing sometimes is when you meet English-speaking people and you don't sound like the typical German guy, you know. The typical German guy in a movie, wears leather, you know, leather trousers. Is from Bavaria, is a leicht idiot or a villain, you know, and cannot speak the TH. This is how a lot of Americans think about Germans, you know. And if you then show them that we are not
that idiotic, stupid, then this is sometimes really funny, you know? Yeah, but that's it, you know? The most of the American guys think like this, but don't worry. Most German guys think that Americans are fat like this, cannot move, always drive with a little scooter through the Gegend, ne? And are idiots. Why? Especially during a time where we have internet and you can connect every second, everything, you can connect anything. So, but there are a lot of things you think they are like exactly like this, you know? But it's true, mate. Yeah, I know. I know. Last time I was in America, I was in Vegas, played poker, and I guess I played about 26 hours, and we were three or four people during the whole time, and the rest, we got their money, yeah, you know? And so you start talking, and then I said, I honestly have no clue where you're from. And no one thought that I am from Germany. I have no clue why. Most of the guys thought I'm from Australia. Which is obviously bullshit. But I thought that they always thought that the German sounds like this. But we can speak the TH. Really. In the last decades of evolution, the Germans developed the this here. You know, the tongue. Now we can do it. It only dauert 200,000 years. Now it works. Americans can be stupid and not aware of the outside world. Ah, you have no idea. I was asked six years ago, I was asked, oh, you're from Germany? How is it to live in a land which is divided by a wall? What? Are you proud of Hitler? What? your German Chancellor, Kohl, he's a great guy. What? What are you talking about? Jesus! Really? So, and now, right now, we are watching the Olympic Games and talking, and Mihambo is jumping! I'm jumping with her. Ah! Übergetreten. Nein, der ist nicht gut! German reporters are idiots. Machst du auch Stand-up? You're so funny. No. But I could, if you want to. Perhaps it's easier for me to do stand-up in English than in German. I speak to a friend of mine from Finland all the time through Skype, and he points out various things on American media. Nice. Checker, moinsen. But anyways, guys, thank you for showing up. Thank you for talking, writing, following. It's a pleasure and an honor to talk to American people. I love it. But I have to talk German because my viewers otherwise say, come on, it's 5 a.m. Talk German or we go to sleep. So I have to do this. But you can ask questions if you want to. I don't mind. I answer them. I answer them, you know, because I can do that. And if you want to come back, tell me, and I will start the stream, and we can do the thing in English again, you know. And if you got questions, sometimes I take my camera and go through Germany, and then you can I show you German things, you know. Also, vielen Dank. Thank you very much. Leute, tut mir leid. Mal ein bisschen amerikanisch oder englisch quatschen. Ich liebe das. Ich liebe die USA. Ich bin
absoluter Fan. Und deswegen tut mir das leid, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen Englisch gequatscht habe, okay? Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. All you and most of the viewers tonight speak English, let's do the same. Oh, you're too kind, Bo. You're too kind. Disappointing Taco, which is a great name, by the way. But about 90% of Germans don't know what a taco is, so we don't have Taco Bell. Believe me. If you want to open up a Taco Bell, do it in German. Do it in Germany. Believe me. It will work. Or you can just teach us all German. Forget it. It's one of the no one wants to learn German. Nee. Ow. It's like Latin in verse or French Gedöns. Blah, 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 blah. Estimated in Florida. Taco Bells. We don't have tacos at all in Germany. A few years ago, we didn't have Subway. And then suddenly, there was a Subway in Cologne. And everyone was like, bread? Oh, butter. Cheese. I didn't know we could do that. You can take bread, slice it open, put something on it. Wow. Took a little time, but now... It works. What about Pizza Hut is very small in Germany. I think I have one near but it's really an exception to have Pizza Hut. I've never seen a real Taco Bell shop. I've seen them, but just in America. I don't think that there's one in Germany. Let us show you the most unhealthy way to eat or cook something. Yes! And we need that! Fuck! We want that! We also want to die! In our way! Pizza, Taco Bell and KFC, all Pepsi. We have KFC, which also is something I've never seen before. Fried chicken. Wow. But it works. It works. Oof, nee. Nope, 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 nope. Taco Bell is not real Mexican food, in my opinion. Yeah, but the German would love it. I promise you, the Germans would love it. As American, Taco Bell is overrated. Let this legend die. Yeah. Or give us the legend. I promise you, if you open up a Taco Bell in Germany, in the right place, you're going to be rich. So, do it. We got Taco Bell in Germany. Haschnatter, wo haben wir denn Taco Bell? Alter, hau ab! Wenn ja, sag mir wo. We have Döner, no taco needed. That's right. Last time I checked, there was no Döner in Las Vegas. No Döner in Las Vegas. 2005, when I was first time I was in Vegas, the plan was to open up a Döner shop in Las Vegas. English is not got a sample of the song. Die, der, das, wieso, weshalb, warum? Yeah, that's it, Daniel. You're right. No one should learn German. No. Wir haben in Frankfurt ein Taco Bell? Ich muss den Bruder Bergmann besuchen fahren, glaube ich. Wieder ein Ehrenplatz für die Australierin.
So I don't have to fly to use Taco Bell. This is the first. Taco Bell Filialen gibt es in US-Kasernen. Haben wir noch US-Kasernen, Herr Schnatter? Wo haben wir denn noch US-Kasernen? In Rammstein, oder? Rammstein. Aber das ist das Einzige, oder? Also auf jeden Fall, danke für eure Geduld. Ich finde das auch sehr unhöflich. Wenn die Leute mal vorbeigucken oder so, dann, und man kann Englisch, dann kann man halt auch mal Stuttgart, Wiesbaden, Frankfurt, echt so viele. Okay, gut, woher soll ich das wissen? Klar, Olli in Rammstein und so. Ich dachte halt, die werden da schon zum großen Teil abgezogen. Wiesbaden und Rammstein haben noch Kasernen. Cool. Ja, dann, Bruder Bergmann, ab zu Taco Bell. Die Davis ist auch echt ein Sweetie, ne? Hier. Davis, your girl. Long jump. She loves it. This is Olympia. She loves it. She knows that it's something special. I like it. If you talk about it's like the American Taco Bell, sure there's a bathroom. Yeah, but if you... a bathroom in any restaurant in America is so different from German bathrooms. You have no idea. When I first time I used a bathroom in a casino in Las Vegas, I thought, what the fuck? So you try to sit down and look at the door, and there you can look right at someone who stares at you while you are shitting. And you, if you stand up, you can see it like it, the door's just from here. It's unbelievable. No German with a conscience. No one would use no way. And in Germany, you can close the door. No one is hearing anything. No one sees anything of you. You can stay there 8 hours and take a shit. No one cares and smells anything. Brrr. In Deutsch, kannst gerne weiter Englisch reden. Ich schreibe nur Deutsch, weil es einfach zu früh dafür ist. Hi, Kati. Das ist okay. Ich plane die Beschallungs- und Einsatzalarmsysteme für die Objekte und dürfte nur nie persönlich da rein. Ich darf nur vom Schreibtisch, aber ich kenne halt die amerikanischen Normen, die parallel zu den... Ah, okay. Yours are probably keener. Of course! Fuck! Fuck! You have no idea! And we say they are a bit... we don't know. But compared to the American bathrooms, Jesus! It's, I don't know what to say, it's like heaven. Heaven. You can spend 3 weeks holiday in our German bathrooms compared to the bathroom in for example, the Rio during the WSOP. Jesus. Hi, Mark. Da du ja vielleicht auch schon mal die WSOP gespielt hast, weißt du, wie es in einem wie es in einem Restroom aussieht boah. Und vor allen Dingen finde ich das so geil. Du hast da Lücken an den Türen. Du kannst die Leute da angucken. Du siehst die beim Scheißen quasi. Das juckt die alle nicht. Ich meine, mich juckt es dann auch nicht irgendwie. You guys get 3 weeks holiday? More. I think the average is... The average guy who works is 30 days, Mark? Anyone? Durchschnittsurlaubstage 30? Ich weiß es gar nicht. Leute, 30 Urlaubstage? Ab und zu, aber war nie wirklich so schlimm, wie in Deutschland schon lebt. Echt? Okay, gut, da haben wir unterschiedliche Sachen erlebt. Ja. So, we got 30 days holiday. I guess the average is 30, I guess. But it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday and Sunday, most of the times, you don't have to count, to take free
to use as a vacation day. So these are the rules in Germany. Benny has 25, 27, 20, 24, 30, 30, yeah, you know. So from Monday to Friday. Yeah, 5 to 6 days in a week for about like 40 hours. So that's it. Average is not more than 30, it's less for sure. Ich dachte, 30 ist der Durchschnitt, aber ich habe auch keine Ahnung mehr. Oh! Oh, ist das knapp! Oh, ja, oh, spannend. Ja. Hast du die BMX-Nacht verfolgt? Ich habe nichts gesehen vom BMX, gar nichts. Ich gucke hier die ganze Zeit Leichtathletik. Wieso, haben sie sich schön gemault oder was? Ach, nur 20 Zentimeter verschenkt. That's it, I'm moving. come, Arctic Fox. We take you. In times when nobody has to work. Marc, erzähl, was war los? Oh Gott, das ist spannend. Übertreten. Twitch pays all day every month. Yeah, but how much? 2016, Sieber, Vierte, die beiden, die damals noch knapp vorbei am Podium waren. Silber hat Mihambo jetzt schon 6,90 Meter. Silber. Und jetzt. You guys hiring Selfie Threat Hunting Experts? Of course. And I know a boss from a computer. Game developer firm. Industry Gedöns. Wie Olli am Weinen ist, dass er gerade Geld verdient. Checker, was ist los mit dir? Hast du Frust? Willst du deinen Frust rauslassen? An mir? Bei mir? An mich? Irgendwas? Passt dir irgendwas nicht? Bist du neidisch, eifersüchtig? Bist du traurig, hast du keinen Job? Geht's dir nicht gut? Pimmel zu klein? Ich weiß es nicht. Was ist mit dir? Wer bist du? Ja! Ich hasse solche Leute, ne? Wir müssen einfach weghauen. Checker, hau ab. Echt, ohne Scheiß. Geilster Moment, warte ich den ganzen Morgen drauf, ist super spannend. Die freut sich. Ey, was du Geld verdient. Ey, Geld für, ich schenk dem doch mal Subs. Ich hab meinen Pimmel jetzt klein. Aber man kann ja auch sehen, wie du aussiehst. Insofern, hau ab, Alter. Hau doch einfach ab. Was ist los mit den Leuten, anstatt sich zu freuen? Keiner hat hier schlechte Laune. We have guests from America. Everything's great. And you show up drunk like an idiot perhaps, behaving like an asshole. Echt.
Wie fandest du die Doppelgeldsituation hoch? Ey, super. Ich finde das total geil. Ich habe auch keinen Bock auf Spiele um die Bronzemedaille. Wenn du das Halbfinale verlierst, hast du Bronze. Fertig, du hast verloren, hast Bronze. Geben sie halt zwei Bronzemedaillen raus. Na und, ist doch scheißegal. Ich fand das total geil. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war es so, dass der Springer von Katar ist ja zu den Leuten hingegangen und zu den Leuten hingegangen und hat gefragt, sag mal, ja, hast recht, Marc. Aber es war den ganzen Abend super, bis auf jetzt, scheiß drauf. Ist ja zu den Richtern hingegangen und hat gefragt, müssen wir das ausspielen oder können wir auch beide Gold nehmen? Und der Typ, nö, ihr könnt auch beide Gold nehmen. Geil, ich finde das super. Fandst du das nicht gut? Ich finde das super. Er streamt selber und dann so dumme Kommentare, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte das lustig sein, ich kann da nichts dran finden. Und Marc, du bist halt ein wesentlich ruhiger Kandidat als ich. Die übliche Prozedur und wie gerne. America is mostly assholes, no harm, no foul. No, Germany too. In Germany that's the same. Nee, ich fand das total, ich auch. Ich fand das total, und am geilsten war der Italiener. Dreht völlig durch und sein Kollege gewinnt die 100 da und er rennt erstmal hin. Yeah! Sowas ist geil. Das ist Olympia halt, ne? Also für mich ist das ist für mich Olympia. Also ein ganz großer Teil, ist dieses Träume erfüllen, weißt du? Träume erfüllen und so, ne? Das ist für mich ein Riesenteil und es gibt halt nichts. Marc, für einen Pokerspieler ist das Größte, das Main Event zu gewinnen, oder? Ja, doch. Vielleicht gewinnst du da nicht am meisten, weil es gibt andere Turniere, wo man vielleicht schneller, relativ mehr gewinnt oder so, aber für einen Pokerspieler ist halt, glaube ich, immer noch, ne? Oder? Main Event, gewinnen, du bist Weltmeister, es ist halt, ich weiß es nicht, vielleicht fällt dir was Besseres ein. Und für einen Sportler bei Olympia, ich meine, guck dir den Zverev an, der hat genug Geld verdient im Tennis, der muss eigentlich auch nicht mehr arbeiten, ne? Den hat das überhaupt nicht gejuckt. Den hat es überhaupt nicht gejuckt, ob er dafür Geld kriegt oder nicht. Ja? Lieber Gold teilen als Silber in den Händen. Ach, das ist doch super. Super so. Sie braucht eigentlich keinen, der sie jetzt hier noch verbessert im Training, aber dennoch, sie will eine neue Seite aufschlagen in ihrem Leben. Sie wird, so sagte sie zumindest zuletzt, es versuchen. Pandemie hin, Pandemie her, in die USA zu gehen und das mit Carl Lewis und Leo Burrell soll dann doch angegangen werden im Herbst. Haben wir gehört, mal sehen, ob es noch Hindernisse. Was will sie denn noch lernen? Sie ist Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Ich würde gerne noch was lernen. Okay. Und dann wird sie sich, denke ich, auch ein bisschen aus der deutschen Szene. Ach, scheiß da drauf, Bo. Scheiß da drauf. Schön. Etwas, was schon ein bisschen her ist, da haben wir lang gezittert hier. 11. Platz für Christine Husum nach 2 Versuchen. Also ist das drin. Und sie haben es ja so durchgewirkt, Peter. Wirklich durch diese Qualifikation, der 3. Versuch. Auch das hier unten, ein gestolperter letzter Dreier-Rhythmus da. Und dann sehen Sie, es sind keine 60 Meter auch im 3. Durchgang. Aber eben diese 61 Meter, 68 reichen am Ende. Kati, viel Spaß. Ich mache nichts kaputt. Aber wir machen jetzt auch gleich Pause. Also die Frauen haben sich schwer getan. Unter anderem auch eine mehrfache Olympiasiegerin. Eine Weltmeisterin, Barbora Spotakova, die Tschechin aus. Brasilianer, was ist mit dem los? Habt ihr den Leichtathletik-Kanal auf? Der Brasilianer. Geil. Cabranium! Guten Morgen, Cabranium! Wollte nicht so früh so laut sein. Ist das 400 Meter Finale oder was? 400 Meter Hürden, 400 Meter Finale? Ich weiß gar nicht. Zum Plan, ne? Also, es gibt gleich einen Cut. Meine Ma kommt um 9.30 Uhr.
Und dann wird gefrühstückt. Ihr Telefon aufladen? Was ist denn das für eine Scheiße? Pause. Ich hau mich nochmal hin für 3 Stunden. Um 9.30 Uhr kommt meine Mama. Und bleib ruhig, ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Und muss, oh, Cabranium, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen. Und in den 3 Stunden bin ich 3-mal aufgewacht. Absolute Katastrophe. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass die Klimaanlage aus war und hier nur normale Luft reinkam. Schlimm. Fehlstart beim Rudern, auch geil. Vollmond. Ist, hau ab, es ist nicht wirklich Vollmond, oder? So langsam fange ich an, dann an so einen Scheiß zu glauben. Ohne Witz. Lonely dir auch. Also, meine Mama kommt um 9.30 Uhr zum Frühstück. Dann machen wir natürlich auch ein bisschen Olympia an, frühstücken ein bisschen und dann fahre ich mit meiner Mama zum Arzt. Weil die kriegt wieder eine Spritze ins Auge. Nee, kein Vollmond. Okay. Wäre es jetzt auch wieder gewesen, so ein Schwachsinn. So. 400 Meter Hürdenlauf. Absoluter Wahnsinn. Muss das anstrengend sein. Danach musst du erstmal, müsstest du mich wahrscheinlich direkt wegpacken. Oh nee, das schafft er nicht. Oh, das schafft er nicht. Oh! Oh! Erster Mensch unter 46 Sekunden. Respekt. Krass. Der zweite hätte auch Weltrekord gelaufen. Krass, Leute. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich brauche noch 2-3 Stunden Schlaf. Ja, ich hole mir die jetzt gleich auch. Eben mal Mama schreiben, 9.30 Uhr bei mir. Gewinnt in einem Rennen für die Geschichtsbücher 30 bis 40 Kilo Goldschlagmüll.
vor bewegt werden. 60, 70 sind es in der Startfrequenz, wenn sie ablegen. Diese Zeit lässt dann ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos zurück und dauert auch bei mir einen Moment, um das mal einzuordnen. Denn bei solchen Weltrekorden und solchen Verbesserungen, Wahnsinn. Da stellt sich natürlich irgendwo im Hinterkopf die Frage, geht da wirklich mit alles mit Recht hin zu? Eine Antwort auf die Frage, die kann es nicht geben. Alles doch das ist klar, wenn es gleich denn vielleicht um Bronze geht, für viele Zweifler keine Beweise. Da muss man sich die Entwicklung anschauen, das habe ich im Vorfeld dieses Rennens mal ein bisschen getan. Wie weit haben die sich verbessert? Ist das explosionsartig passiert? Oder ging das irgendwo Stück für Stück? Und das war bei beiden Athleten, die wir hier sehen, der Fall. Das ist sehr erfreulich an dem Ungarn, der im Moment noch die dritte Position von Ryan Benjamin. War nicht so, dass sie in einem Jahr ein... Ich wollte gerade sagen, also du kannst mich nicht alle Dinge, wenn jemand über sich hinauswächst, immer mit Doping und so, das... ...auf einen Saisonhöhepunkt und auf einen Wettkampfhöhepunkt in vier Jahren, auf einem langen Zyklus ausgelegten Trainingsaufbau, ist nichts Ungewöhnliches, dass man sich da einsteigern kann. Und diese Zeit aber von heute, das war Holm, seinen eigenen Weltrekord nochmal, na, nicht um eine knappe Sekunde, aber über 0,7 Sekunden verbessert, das kann man auf den ersten Blick damit erklären, dass er sonst fast nie einen Konkurrenten wirklich neben sich hatte. Krass. Die Bedingungen für Sprinter... Die ersten drei wären alle Weltrekord gelaufen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die ersten drei wären alle Weltrekord gelaufen. Und wenn solche zwei außergewöhnlichen Hürdenläufer... Wahnsinn. ...in so einem Rennen... Wahnsinn. ...eng beieinander sind und sich gegenseitig ziehen und pushen, dann kommt so eine Zeit dabei raus. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht übertrieben, hier von einem Fabelweltrekord zu sprechen. Der ähnlich lange Bestand haben könnte wie die Bestzeit von Kevin Young. Oder aber von einem der beiden vielleicht irgendwann nochmal verbessert wird. Wahnsinn. Gerade war Finale, 400 Meter Hürden. Und der erste Mann unter 46 Sekunden. Ich weiß nicht, wie alt der Weltrekord war, aber ich glaube, ewig alt. Und die ersten drei werden alle, die haben sich so gepusht, dass die ersten drei werden alle Weltrekord gelaufen. Die ersten drei. Und der dritte kommt mit so einem Abstand an. Wahnsinn! Die Hürde zuerst überquert. Knackst den Rekord und wirst niemals am ersten Platz der Liste stehen. Das verstehe ich nicht. Aber diese Zeit 45,9. Du guckst gerade eine andere Sportart. Lass mich raten. Tischtennis oder Rudern? Dazu fällt mir nichts anderes ein. Mir auch nicht. Wahnsinn! Krass. Das war's, oder? Und zum Abschluss dieses Vormittags in Tokio. Ganz genau, das war's. So. Na, Olli, Platz 2 und 3 haben ihn geknackt. Ach so, das meinst du? Ja, das ist schon gemein, oder? Galaxy Man, danke für den Follow. Ja, du hast schon recht, das ist gemein. Hast du recht, das ist gemein. Ich bin Weltrekord gelaufen. Und zwar andere auch. That's all, folks. See you at 9:30 a.m. Then with the Tornado Elfe, my mom. So behave. Central European Time, 9:30 a.m., right? Also, Ladies and Gentlemen, let's go over to the chess table, ne? And we end this, as always, ne? You know,
with our Olympia-Hymne, you know that, motherfucker. Ich sag tschüss, ich sag Dankeschön, ich sag bis später, ich hau mich jetzt ein bisschen hin, mach das auch. Na, mach das auch. Und zum Abschluss machen wir noch das hier eben kurz. War sauwitzig, ohne Scheiß, das war sauwitzig. Das war sauwitzig. Und da... 9.30 Uhr, Mom. Tschüss, Leute. Tschüss. 9.30 Uhr. Thank you.